Einen schönen guten Abend in die Runde. Herzlich willkommen hier zu unserem Webinar, auf das wir uns alle schon ja, die letzten Tage, Wochen ganz groß gefreut haben. Auch erstmal einen herzlichen Dank an euch. Wir sind 250 Teilnehmer. Ehrlicherweise weiß ich nicht, jetzt 251. Weiß ich gar nicht, ob wir letztes Jahr auch in dem Ausmaß über unseren Examensplaner sprechen durften. Letztes Jahr im Frühjahr haben wir das erste Mal gemacht. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr sozusagen euren Sonntagabend mit uns verbringt und wir den Sonntagabend mit euch verbringen dürfen. Examensplaner ist ein Riesenthema, ist ein Thema, das wir, ich glaube, Ende 2022 angefangen haben zu entwickeln, um es euch dann erstmalig im Frühjahr 2023 vorstellen zu dürfen, ist eigentlich ein Planer, den wir ein bisschen aus der juristischen Examensvorbereitung übernommen haben und ja, haben damit einen großen Erfolg gehabt, haben damit, glaube ich, auch einige Teilnehmende glücklich machen können und haben eigentlich das gesamte Jahr über, nachdem wir diesen sozusagen Kick-Off-Termin im Frühjahr 2023 gemacht haben, dann den Planer immer mal wieder ausgepackt und über den Support weiter zugeschickt. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Planer haben solltet oder wenn ihr Kolleginnen und Kollegen haben solltet, die den Planer auch noch haben wollen, im Nachgang einfach immer an support@steuerkurse.de schreiben, dann schicken wir euch den sozusagen manuell per E-Mail zu. Und ja, diejenigen, die über Insta kommen, die kriegen den Planer in der Regel dann auch hier in der neuesten Version verlinkt über unser Profil. Das nur ganz kurz als Intro. Deswegen also nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ich glaube, es ist die richtige Entscheidung, mit dabei zu sein, weil ich glaube, dass der Planer euch einfach einen guten Überblick über das gesamte fachliche Gebiet geben wird, vielleicht auch mehr Struktur geben wird auf dem Weg zu eurem Examen und dann hoffentlich auch zum Examenserfolg. Vielleicht ganz kurz jetzt zu uns. Fachlich an dem Planer haben primär mitgewirkt meine beiden Mitstreiter hier, Ken und Jan, die gleich auch ganz kurz noch was zu sich sagen werden. Ganz kurz zu mir, ich bin Julius Dücker, habe 2012 mit Kommilitonen die Firma Examio gegründet, noch im Studium, habe selber Wirtschaftsjura an der Universität Siegen studiert. Wir haben dann erst Online-Kurse für den Bereich BWL und Bilanzierung entwickelt, Buchführung, wahrscheinlich der erste Buchführungskurs sozusagen über www.viviweb.de, haben dann die juristische Examensvorbereitung 2016 dazu genommen, dann den Bilanzbuchhalter auf bibokurse.de und jetzt seit 2-3 Jahren mit steuerkurse.de ja, ein kleines, feines Portal aufgebaut, wo es um Steuerberater-Examensvorbereitung, Vorbereitung auf die Steuerfachwirtprüfung und Vorbereitung auf die Prüfung zum Fachassistent Lohn und Gehalt geht. Jetzt gebe ich an dich, Ken, beziehungsweise an Jan weiter. Ja, auch einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Mein Name ist Ken Kuiper, von mir aus auch auf jeden Fall bitte gerne kennen. Viele Teilnehmer kennen mich vielleicht schon von unserem Podcast, den ich gemeinsam mit Julius, mit Examio betreibe. Da geht es auch um die Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung. Wer den bisher noch nicht kennt, ich werde später noch einen Link posten, sehr gerne mal reinhören. Kommt sehr gut an, wird gut wahrgenommen, bin ich auch sehr dankbar drüber, dass ich diesen Podcast so machen darf. Und dort teile ich also meine Erfahrungen aus der eigenen Prüfungsvorbereitung. Ich bin aber auch seit 4 Jahren Dozent, seit letztem Jahr Dozent, auch bei den Steuerberatern. Und ja, dementsprechend kenne ich beide Seiten ganz gut, die Unterrichtsseite und auch die Teilnehmerseite. Gut, dann ich als Dritter im Bunde auch von mir erstmal schönen guten Abend nochmal in die Runde. Ja, Jan-Henrik Hiller ist mein Name, gerne aber auch bitte Jan, also einfach duzen, keine künstliche Barriere da aufbauen. Ja, ich bin, genau wie Ken, auch Dozent bei Examio, unterrichte vor allem im Bereich Personengesellschaften, internationales Steuerrecht und nächstes Jahr dann auch Umwandlungssteuerrecht. Ja, Diplom-Finanzwirt vom Hause aus, also das heißt, ich komme ursprünglich aus der Finanzverwaltung, habe dann 2021/22 mein Steuerberaterexamen gemacht und arbeite jetzt seitdem ansonsten in einer Kanzlei in Frankfurt. Ja, perfekt. Jan, vielen Dank. Vielleicht an der Stelle der kurze Hinweis, also ich vielleicht kurz vom Ablauf der heutigen Veranstaltung. Wir haben letztes Jahr schon mal die erste Variante des Examensplaners gemacht und haben die auch ausgerollt. Viele Teilnehmer haben die benutzt. Die basierte auf Excel. Und wir haben jetzt das ganze Feedback aufgenommen.
Also dadurch, dass wir über 1000 Nutzer dieses Examensplaners letztes Jahr hatten, konnten wir natürlich unglaublich viel Feedback aufnehmen, haben unglaublich viel auch dabei gelernt, was kann man vielleicht noch besser machen. Und rausgekommen sind tatsächlich jetzt aktuell zwei Varianten des Examensplaners. Das heißt, wir werden euch gleich eine Excel-Variante vorstellen. Die baut auf dem auf, was wir letztes Jahr schon mal vorgestellt hatten. Da wird der Jan einiges zu sagen und da wird er auch darauf eingehen, wie bereitet man denn allgemein auch Klausuren nach etc. Also auch so ein bisschen was allgemein zur Prüfungsvorbereitung sagen. Wir haben aber eine zweite Variante erstellt und die ist tatsächlich brandneu, die hat bis heute noch keiner gesehen, auch noch keiner bekommen. Und das ist eine Variante, die basiert auf einem Tool namens Notion. Kennt vielleicht der ein oder andere aus dem Studienbereich, gibt es also ganz viele YouTube-Videos auch, ist ein sehr beliebtes Tool aus den USA und die hat ein etwas anderes Konzept. Und die Überlegung hinter dieser zweiten Notion-Variante, die stelle ich euch dann später vor, ist, dass sie vielleicht für die Praxis noch ein bisschen leichter funktioniert. Aber das ist eben was, das müssen wir testen. Und unser Approach ist, wir geben euch einfach beide Varianten raus. Ihr überlegt oder ihr schaut, was funktioniert für eure Prüfungsvorbereitung besser. Arbeitet ihr lieber mit Excel oder mit Notion? Und dann könnt ihr euch eben auch aussuchen, welche der beiden Varianten ihr haben wollt. Das heißt, wir steigen gleich ein in die Excel-Variante, schließen mit der Notion-Variante ab. Ihr bekommt beide geschickt. Ihr könnt sie beide ausprobieren. Und bevor wir das machen, vielleicht an der Stelle noch so zwei, drei Einleitungen zum Hintergrund Thema Examensplaner. Warum ist das überhaupt wichtig? Das, was ihr jetzt hier auf den Folien seht, das ist ein Link zu der Examio-Community. Also es gibt in WhatsApp seit einiger Zeit die sogenannten Communities. Da hat man die Möglichkeit, verschiedene WhatsApp-Gruppen an einem Ort zu bündeln. Wer dort noch nicht drin ist, der darf an der Stelle gerne mal den QR-Code scannen. Und ich würde euch das jetzt einmal kurz an meinem Smartphone vorführen. Ich zeige euch das mal, indem ich hier mein iPhone freigebe. Eine Sekunde, weil das ist nämlich am Anfang gar nicht so einfach. Also wenn man den Link klickt, dann kommt ihr auf eine Übersichtsseite. Und auf der Seite passiert erstmal noch nichts. Ihr müsst dann aktiv einer WhatsApp-Gruppe beitreten, wenn ihr das denn mögt. Also diese WhatsApp-Gruppen dienen dem Austausch untereinander, bieten meines Erachtens auch einen großen Mehrwert. Aber ihr müsst eben dann aktiv noch einer Gruppe beitreten. Deswegen zeige ich euch das mal kurz. Ihr seht jetzt hier mein iPhone. Ich habe das hier auf meinem Schreibtisch liegen. Und ich scanne jetzt hier einfach mal diesen Code ab. Das könnt ihr quasi live mitmachen. Dann erscheint hier direkt WhatsApp. Ich drücke mal drauf. Und jetzt seht ihr Examio STB. Und wenn ihr jetzt hier drauf drückt, dann steht da Community, 7 Gruppen. Und wenn ihr dann hier auf Community geht, dann seht ihr unter Gruppenanzeigen, es gibt hier verschiedene Gruppen. Ankündigungen, es gibt eine Wiederholergruppe. Die Examio Steuerberater 2024-2025, das ist so die allgemeine Austauschgruppe. Also die würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Es gibt noch konkret eine für die mündliche Prüfung. Es gibt noch eine für den allgemeinen Austausch. Privatexamio ist so ein bisschen off-topic. Da kann man sich also zu so ein paar privaten Dingen auch austauschen. Und für diejenigen, die zum Beispiel am Abendlehrgang teilnehmen, gibt es dann auch die Gruppe Examio Abendlehrgang. Also ihr könnt euch aussuchen, welche Gruppe für euch relevant ist. Weil das aber so ein bisschen kompliziert ist, da hinzukommen, an der Stelle nur der kleine Exkurs. Und die Idee ist eben, dass ihr über diese Gruppe euch mit anderen Prüfungsteilnehmern austauschen könnt, Fragen stellen könnt. Und da sind auch einige Dozenten drin. Das heißt, ihr könnt dort auch fachlichen Input zu verschiedenen Dingen bekommen. Julius, habe ich was vergessen zu dem Punkt? Nee, genau. Das ist so ein bisschen der Weg über die Gruppe. Vielleicht noch ein, zwei Worte zur Gruppe, weil die Gruppen inzwischen relativ groß geworden sind. Also uns ist natürlich allen auch ein respektvoller Umgang miteinander ganz wichtig. Bitte achtet auch auf Urheberrechtsthemen. Also wenn ihr da Inhalte teilt, dann sollte das bitte irgendwie nicht, ist kein rechtsfreier Raum. Also wir sind irgendwo am Ende auch als Organisator der Gruppe, als Examio auch wahrscheinlich verantwortlich dafür, dass das irgendwie alles ordnungsgemäß abläuft. Es soll ein Ort sein, um sich respektvoll miteinander zu vernetzen und auszutauschen und vor allem fachlich orientiert auf dem Weg zum Examen sich gegenseitig zu unterstützen. Und das wäre uns, glaube ich, allen sehr, sehr wichtig. Genau, ich denke, es ist ein großes Privileg und von daher vielen Dank, dass ihr mitmacht, auch in den Gruppen, dass wir als E-Learning-Plattform, wo ja eigentlich viel Distanz herrscht, weil wir in ganz Deutschland verteilt sind,
dann doch so miteinander eine Verbindung herstellen können. Und ich denke, dass wir so auch ein gutes Vehikel hinbekommen, um sozusagen miteinander in Austausch zu kommen und gemeinsam sozusagen den Weg zum Examen zu beschreiten. Vielleicht noch ganz kurz was Organisatorisches. Also ich bin auch in der Gruppe, Jan und Ken sind auch mit in der Gruppe. Es sind auch noch Examio-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Gruppe. Also wenn irgendwas technisch nicht funktionieren sollte, wenn ihr Rückfragen habt zu, wo finde ich Unterlagen, wo habe ich irgendwie organisatorisch Rückfragen zur Nutzung der Plattform oder so, dann ist das auf jeden Fall ein guter Weg, sich darüber zu melden oder eben immer auch per support@steuerkurse.de. Genau, viel mehr habe ich eigentlich zu den Gruppen nicht zu sagen. Ansonsten freue ich mich da auch auf den Austausch mit euch. Okay. Gut, dann vielleicht als kleiner Einstieg, bevor euch Jan den Excel-Planer vorstellt. Warum macht es überhaupt Sinn, sich mit diesem Planer zu beschäftigen? Beziehungsweise warum haben wir uns letztes Jahr überlegt, diesen Planer überhaupt zu erstellen? Weil ihr könnt euch ja vorstellen, so ein Planer, ihr werdet das später sehen, es ist ein sehr aufwendiges Konstrukt. Da steckt schon viel Arbeit drin, viel Liebe zum Detail. Und die Frage ist natürlich, warum machen wir uns den Aufwand? Und ich persönlich bin immer ein Freund davon, die Sachen, auf Englisch heißt es, zu reverse-engineeren. Ich weiß jetzt nicht, was das auf Deutsch heißt, aber quasi zu überlegen, wie kommt man eigentlich zurück, wie kommt man zum richtigen Weg. Und was mir aufgefallen ist, es gibt eigentlich so drei Fehler, an denen die meisten im Steuerberaterexamen scheitern. Also häufige Fehler. Wie kann man die vermeiden? Das war sozusagen der Gedanke, wie wir auf den Examensplaner gekommen sind. Das erste Problem, was du, wenn du dich jetzt gerade auf die Steuerberaterprüfung vorbereitest oder wenn das noch bevorsteht, weil du zum Beispiel 2025 in die Prüfung gehen möchtest, das erste, was dir auffallen wird, das Thema Struktur zu finden, ist super schwierig. Du hast eine riesige Stoffmenge, werden wir auch gleich sehen. Wir haben euch mal die Themen der letzten 10 Jahre zusammengetragen, diesen Teil des Planers. Du wirst sehen, es gibt unfassbar viele Themen dort. Also das sind bei uns schon im Planer 160 Menüpunkte. Du könntest aber zu jedem Menüpunkt auch nochmal Unterpunkte bilden. Also allein die Anzahl der Themen ist schon völlig erschlagend. Das heißt, da den Überblick zu bewahren, zu überlegen, okay, welche Themen sind für mich relevant? Welche Themen kann ich schon? Welche Themen kann ich noch nicht? Wie wahrscheinlich ist es vielleicht auch, dass ein Thema drankommt? Das ist schon mal unfassbar schwierig. Also überhaupt den Überblick zu behalten, eine Struktur zu bekommen, wann mache ich jetzt eigentlich was? Das ist schon was, wo viele nicht zurechtkommen. Und das Problem ist natürlich an der ganzen Sache, wenn du das Gefühl hast, du kannst sowieso nicht alles schaffen, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht, dann passiert bei vielen Folgendes, dann sagen sie, dann fange ich erst gar nicht so richtig an. So nach dem Motto Prokrastination entsteht dadurch, dass du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst. Du bist irgendwie abgelenkt, du hast keinen richtigen Fokus. Das ist im Prinzip auch ein Punkt, ja, falsche Fokussierung. Ja, was muss ich jetzt noch lernen? Das sind so zwei Themen. Also die Themen Stoffmenge, die Stoffmenge an sich, aber auch die Frage, womit beschäftige ich mich? Und da kommt so ein bisschen auch das Thema Flexibilisierung hinzu. Es gibt viele Vorbereitungskurse, wo teilweise Themen unterrichtet werden, die gar nicht so relevant sind oder wo die Themen in einer ja nicht ganz examensgerechten Fokussierung unterrichtet werden. Was meine ich damit? Ich habe zum Beispiel zuletzt mit einer Teilnehmerin telefoniert, also wir machen auch Beratungsgespräche und ich hatte mit einer Teilnehmerin telefoniert und die erzählte mir zum Beispiel, sie hätte in ihrem Lehrgang im Modul Körperschaftsteuer die ersten 3 Stunden nur über die Steuerpflicht nach KSTG philosophiert. Und der Dozent hätte irgendwas erzählt von Schwimmbädern in irgendeiner Kommune, dass das Betriebe gewerblicher Art sind und hätte sich dann da eine halbe Stunde oder 3 Stunden über diese Themen ausgelassen. Das hilft einem am Ende aber nicht weiter, wenn es in die Klausur geht, weil da muss man ja was hinschreiben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Schwimmbäder und Betriebe der gewerblichen Art in so einer Körperschaftsteuerklausur drankommen, ist relativ gering. Und wenn man dann anschaut, wie viele Stunden man dann Körperschaftsteuer hat in so einem Lehrgang, sind nämlich gar nicht so viele, und sich dann überlegt, dass man jetzt schon 3 Stunden damit vergeudet hat, über irgendwelche theoretischen Abwandlungen zur unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht zu philosophieren, stellt man fest, okay, manche Lehrgänge setzen nicht unbedingt die Schwerpunkte, die man setzen sollte. Deswegen brauchst du eine Kontrolle. Du musst wissen, was für Themen relevant sind und wie gut du diese Themen kannst, damit du eben abschätzen kannst,
ist das, was ich jetzt hier gerade lerne, oder ist das, was jetzt in irgendeinem Skript steht? Wir wissen alle, es gibt wahnsinnig viele Bücher, Lehrbücher, Steuerrechtsliteratur ist wahrscheinlich die umfangreichste der Welt. Aber die Frage, die du dir stellen musst, was davon brauche ich denn jetzt? Welche Details sind wichtig, welche Details sind nicht wichtig? Und das ist so ein bisschen das Thema Fokussierung. Das bekommst du, indem du dir anschaust, was war die letzten 10 Jahre Thema, wie oft ist die letzten 10 Jahre was drangekommen. Dann kannst du einschätzen, wie wichtig ein Thema ist, dass man sich mit dem einen Thema mehr beschäftigen sollte als mit dem anderen. Aber den meisten, die ohne so einen Planer arbeiten oder wenigstens mal eine Themenübersicht haben, also inwiefern du den Planer nutzt, bleibt dir selbst überlassen, aber zumindest mal so eine Themenübersicht zu haben, was für Themen kamen die letzten 10 Jahre wie oft dran, das braucht man meines Erachtens auf jeden Fall. Und viele haben das nicht oder viele beschäftigen sich damit nicht und lernen dann den ganzen Tag, lernen aber nicht unbedingt die richtigen Sachen. Und es gibt nichts Bittereres, als wenn du wirklich viel lernst und viel arbeitest, aber am Ende klappt es trotzdem nicht, weil du vielleicht dich auf die falschen Sachen fokussiert hast. Das ist halt super wichtig. Du hast sehr begrenzte Ressourcen, wenig Zeit. Und aus dieser wenigen Zeit musst du das Maximum rausholen. Es geht nur, indem du deine Energie auf die richtigen Sachen fokussierst. Und der dritte Punkt ist dann das Thema Klausurtechnik. Das eine ist die Theorie, das andere ist die Art und Weise, wie man es in der Klausur schreiben muss. Und da muss man jetzt 2 Sachen zu wissen oder vielleicht an der Stelle 2 Anmerkungen von mir. Viele Kurse enden leider sehr spät und viele Prüfungsteilnehmer fangen erst relativ spät mit Klausuren an. Das ist in gewisser Weise ein Problem, weil was man unterschätzt als Prüfungsteilnehmer ist, wie schwer es ist, den Stoff, den man lernt, so auf Papier zu bringen, wie das die Prüfer hören wollen, beziehungsweise wie es ausgepunktet ist. Das führt dazu, dass du ganz viele Teilnehmer hast, von denen du sagst, das theoretische Wissen, was die haben, ist gut. Die können das sogar in der Praxis umsetzen, aber sie bringen es nicht so auf Papier, dass sie die Punkte kriegen. Beispiel, wenn du in einer Umsatzsteuerklausur unterwegs bist und du schreibst den Beginn der Lieferung hin, also den Ort der Lieferung, Beginn der Beförderung, 3 Absatz 6, dann würdest du den Punkt dafür bekommen, wenn du 3 Absatz 6 Satz 1 hinschreibst. Das heißt, da ist das richtige Zitat, Satz genau an der Stelle wichtig. Würdest du 3 Absatz 6 hinschreiben, hättest du vielleicht das Richtige geschrieben, würdest aber unter Umständen den Punkt nicht bekommen, weil in der Musterlösung für die Klausurkorrektoren der 3 Absatz 6 Satz 1 drinsteht. Das ist nur so ein Beispiel. Das heißt, du kannst durchaus auch die richtigen Sachen wissen. Sie aber so hinzuschreiben, dass du den Punkt bekommst, ist nochmal eine Kunst für sich. Und ehrlicherweise, das ist der 2. Aspekt, den ich dir an der Stelle mit auf den Weg geben will, ehrlicherweise ist das auch eine eigene Fähigkeit. Also das eine ist der Stoff. Das andere ist es aber, diesen abstrakten Stoff, abstrakte gesetzliche Regelungen auf einen ganz konkreten Sachverhalt anzuwenden. Die Juristen nennen das subsumieren. Das ist aber eine eigene Fähigkeit für sich. Und ich weiß noch bei mir, früher in der Hochschule, als ich angefangen habe, mich mit Steuerrecht zu beschäftigen, ich bin so wie Jan Diplom-Finanzwirt, deswegen war ich an der Finanzhochschule. Und der Stoff dort und auch der Klausurstil ist relativ nah am Steuerberaterexamen. Deswegen sagt man auch den Finanzbeamten immer nach, die hätten es leichter in der Prüfungsvorbereitung. Mag sicherlich auch so sein, weil man dort eben eine wirklich sehr gute Grundlage dafür bekommt. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe am Anfang, im ersten Semester, alles auswendig gelernt. Ich habe mir ein Karteikartenprogramm angeschafft, habe mir die ganzen Skripte in dieses Karteiprogramm gejagt und ich hatte nach 4 Monaten 1200 Karteikarten in diesem Programm eingebaut und ich konnte die alle auswendig. Und ich konnte die Klausuren schreiben, ohne auch nur einmal ins Gesetz zu gucken, weil ich die ganzen Zitate, ich wusste alles auswendig. Interessanterweise, und im Nachhinein erscheint mir das völlig logisch, interessanterweise habe ich dort im Schnitt so eine 3,5 geschrieben. Das war für Hochschulverhältnisse nicht gut. Da ist die Notenbepunktung noch mal ein bisschen anders als im Steuerberaterexamen. Im Steuerberaterexamen wäre eine 3,5 phänomenal. An der Hochschule sind das aber andere Notenparameter. Also es waren jetzt nicht so der Wahnsinnsbringer. Ich habe damit bestanden, aber es war nicht gut. Und im 2. Semester habe ich gemerkt, dass es so viel Stoff wird, dass ich das gar nicht mehr alles auswendig lernen kann.
Und dann musste ich zwangsweise mich damit beschäftigen, wie ich denn dieses Subsumieren lerne. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe damals Bücher gekauft aus dem juristischen Bereich, wie man zum Beispiel diesen Gutachterstil richtig formuliert, wie man ihn abkürzen kann, wie man diese abstrakten Regelungen auf einen konkreten Sachverhalt runterbricht. Ich habe mich also mit dieser Methodik beschäftigt. Und das hat dazu geführt, dass ich im Laufe des Studiums von Semester zu Semester immer besser wurde. Und die Laufbahnprüfung, also quasi das Diplom-Finanzwirtsexamen, war dann meine beste Klausur. Da habe ich im Schnitt 13 oder 14 Punkte geschrieben. Also da habe ich ganz wenige Fehler gemacht. Das war eine astreine Klausur oder astreine 5 Klausuren, die ich da abgeliefert habe. Also ich habe nach hinten raus die Sachen immer besser verstanden. Rückwirkend betrachtet weiß ich durch diese Erfahrung, dass das ein eigener Skill ist. Also du musst die Theorie können, du musst den Stoff können. Das aber auf einen Fall anzuwenden, eine konkrete Norm auf diesen Fall zu pressen, zu gucken, wie passt diese abstrakte Vorschrift auf diesen konkreten Fall, das ist eine eigene Fähigkeit für sich. Und das lernst du nur, indem du Fälle löst. Und das lernst du vor allem nur, indem du Klausuren schreibst, weil so ein einzelner Fall ist auch noch überschaubar. In der Klausur hast du einen 5-Seiten-Sachverhalt, wo an verschiedenen Stellen irgendwelche Informationen stehen und die müssen in die richtige Reihenfolge gebracht und sortiert werden. Und das ist unfassbar anspruchsvoll. Und viele Prüfungsteilnehmer fangen leider, und das liegt teilweise auch in den Vorbereitungskursen, die dann manchmal auch bis August noch gehen. Ja, im Oktober ist das Examen, im August enden viele der Stoffvermittlungskurse erst. Und dann bleibt einfach viel zu wenig Zeit, meines Erachtens, um dann noch die richtige Klausurtechnik drauf zu bekommen. Deswegen, das sind so die drei Sachen, die du meines Erachtens vermeiden solltest, die drei Fehler, die die meisten machen. Und wenn du die drei Fehler gut im Schach hältst, du hast eine gute Struktur, also drehen wir mal die drei Punkte ins Gegenteil um. Du hast eine gute Struktur, du hast einen Überblick, welche Themen relevant sind. Du hast einen guten Fokus, du weißt, welche Themen du wie intensiv üben solltest und bei welchen Themen du auch mal sagen kannst, komm, ich lasse das mal außen vor, kam in 10 Jahren einmal dran, ich riskiere das einfach, dass ich in dem Thema nicht so gut bin, aber ich gucke, dass ich die Dauerthemen, die in 8 von 10 Jahren drin vorkommen, dass ich die auf jeden Fall sehr, sehr gut kann. Und wenn du das dann auch hinbekommst, dass du eine gute Klausurtechnik hast, dass du früh genug ins Klausurenschreiben kommst, dann steht dem Examenserfolg aus meiner Sicht nichts mehr im Weg. Und für diese ersten beiden Punkte hilft dir der Examensplaner. Für den dritten Punkt, die Klausurtechnik, kannst du den Examensplaner aber auch nutzen, weil du wirst gleich sehen, der Jan wird dir gleich zeigen, dass du auch deine Klausuren mithilfe des Planers nacharbeiten kannst. Und das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil du dadurch deine Klausurtechnik verbesserst. Also in gewisser Weise, für die ersten beiden Punkte ist der Examensplaner meines Erachtens ein Muss. Für den dritten Punkt ist aber auch nicht ganz uninteressant, weil du damit deine Klausurtechnik optimieren kannst. Und das war der Hintergrund. Diese Gedanken, diese Beobachtungen, die wir gemacht haben, war der Hintergrund, warum wir letztes Jahr die erste Variante des Examensplaners errichtet haben und warum wir dir heute die Variante 2, die 2024er, 2025er Variante zeigen und warum wir sogar noch mit Notion eine weitere Adaption gemacht haben, damit du das Ganze wirklich in deinen Alltag integrierst und damit du da einfach eine gute Examensvorbereitung genießt. So, ich glaube, ich habe genug geredet. Wenn dir das gefallen hat, wenn dir meine Stimme gefallen hat, ich poste später noch den Link zum Podcast rein. Da haben wir mittlerweile über 30 Stunden verschiedener Insights, auch zu all diesen Punkten, die ich gerade genannt habe, nochmal im Detail ausgeführt. Wenn dich das interessiert, hör gerne mal in den Podcast rein. An der Stelle übergebe ich jetzt an den Jan, der kann jetzt den Excel-Planer vorstellen. Viel Spaß dabei. Gut, vielen Dank, Ken. Ken, du müsstest mir einmal kurz die Berechtigung zur Bildschirmfreigabe geben. Okay, dann mache ich dich jetzt mal einfach zum Host. Ja, das wäre gut. Ja, perfekt. So, ihr müsstet jetzt... Ja, jetzt müsstet ihr eine Excel sehen. Ich mache das Ganze auch mal ein bisschen größer noch, damit ihr was erkennen könnt. Könnt ihr alle den Bildschirm sehen oder klappt das bei irgendjemandem nicht? Ja, top, gut. Alles klar. Ja, wie Ken das eben gerade schon mal in der allgemeinen Anleitung angerissen hat, wofür haben wir diesen Examensplaner entwickelt? Wir wollen euch dabei helfen, Struktur in das Lernen zu bekommen. So, das fängt zum einen damit an, dass man sich sehr viel mit Daten auseinandersetzt, also mit dem eigenen Lernverhalten und das Lernverhalten so ein bisschen in Daten packt. Das setzt aber auch zum anderen voraus, dass man sich erstmal so ein bisschen einen Überblick darüber verschafft, womit habe ich es überhaupt eigentlich zu tun, was sind die Herausforderungen beim Examen,
Was sind die Themen, mit denen ich mich beschäftigen sollte? In welchem Zeitrahmen muss ich das lernen? Das sind am Anfang alles relativ viele Informationen. Und jetzt gerade für die Leute von euch, die jetzt beispielsweise erst 25 ins Examen gehen, wenn ihr so in den Kalender guckt, denkt ihr euch jetzt vielleicht, ja gut, das sind noch 8 Monate in 2024 und dann nochmal ein ganzes Jahr in 2025, also 20 Monate. Das ist ja noch mehr als genügend Zeit. Das ist natürlich ein langes Zeitfenster, aber wir empfehlen trotzdem, ihr solltet euch einfach frühzeitig schon mit diesen allgemeinen Inhalten auseinandersetzen, damit ihr für euch auch direkt am Anfang abgesteckt habt, wie wollt ihr an diese Herausforderung rangehen, weil viele neigen dazu, auch erstmal so ein bisschen ja, drauf loszulernen, nur um dann halt nachher zu merken, ah ja, hätte ich es mal anders gemacht, dann würde mir das besser taugen. Deswegen da die ganz klare Empfehlung, setzt euch einfach frühzeitig damit auseinander. So, um direkt in den Examensplaner reinzugehen, was findet ihr hier? Wir gehen mal die einzelnen Reiter durch. Hier vorne findet ihr eine Anleitung. Die Anleitung erklärt nochmal in ganz kurz, also ihr seht, jeder Kasten hat nur 5 Zeilen ungefähr oder auch mal nur 4. Da findet ihr die wichtigsten Informationen zu den einzelnen Reitern. Ich erkläre es jetzt heute ja in diesem Webinar live für euch, aber wenn ihr beispielsweise nochmal irgendwie nachlesen wollt, ah Moment, wie war das nochmal? Was muss ich denn beispielsweise im Logbuch eintragen? Dann könnt ihr das hier vorne in dem Reiter auch nochmal nachlesen, ohne dass ihr jetzt dem Support eine E-Mail schreiben müsstet oder nochmal das Webinar gucken müsstet. Also das macht euch das Ganze nochmal ein bisschen einfacher. Dann springen wir mal eins weiter in das sogenannte Dashboard. Das Dashboard ist quasi eure zentrale Anlaufstelle und ist euer Startpunkt. Das Dashboard sammelt aber auch ganz viele Daten aus den anderen Reitern und verwertet die in grafische Auswertung. Das werden wir uns jetzt gleich mal weiter unten angucken. Das Erste, was wir hier oben haben, ist ein Wochenplan. Wochenpläne kennt wahrscheinlich jeder von euch, sei es noch aus der Schule in Form von Stundenplänen oder in Form von Uniplänen mit Vorlesungen etc. Das Problem beim Steuerberaterexamen ist, das ist keine Schule, wo ihr vorgegeben bekommt, wann ihr wo zu sein habt und wann ihr was zu machen habt, sondern wir sind im Bereich der reinen Erwachsenenbildung. Das heißt, ihr müsst euch das alles selber irgendwie einteilen. Natürlich gibt es jetzt beispielsweise von Examio, also von uns, Kurse, die zu bestimmten Zeiten stattfinden, aber die werden auch alle live mitgeschnitten und ihr könnt euch im Nachhinein Aufzeichnungen angucken. Das heißt, ihr müsstet schon mal für euch abwägen, wollt ihr live dabei sein oder guckt ihr euch das im Nachgang an. Und das alles neben eurer eigentlichen Arbeit, ihr dürft ja nicht vergessen, die Vorbereitung läuft komplett berufsbegleitend, neben eurem Privatleben und neben allem anderen, was ihr so macht, unter einen Hut zu kriegen, ist eine riesengroße Herausforderung. Und ich sage es ganz ehrlich, weil ich das jetzt auch bei mir im Berufsleben merke und ich auch ja noch ein Privatleben habe, ich komme ohne solche Listen mittlerweile auch an meine Grenzen, weil es einfach auch viel zu viel ist, was man irgendwann im Kopf behalten muss und man auch dazu neigt, wenn es irgendwann so viel wird, auch Sachen durcheinander zu schmeißen. Und dabei hilft euch einfach so ein klarer Plan, wo ihr euch einfach mal reinschreibt, was will ich denn eigentlich diese Woche über machen? Also zum Beispiel, der Plan ist jetzt mal von dem, wie wir es als Muster angelegt haben, so, ihr hättet die ganze Woche frei, also ihr müsstet nicht arbeiten und würde dann zum Beispiel sagen, ja gut, ich fange erstmal morgens an mit einer Wiederholungseinheit, also ich gucke mir Stoff an, den ich schon mal gelernt habe, dann lerne ich was Neues, also jetzt zum Beispiel im Bereich Verfahrensrecht lerne ich irgendwas Neues, dann gibt es eine kurze Pause, dann gibt es nochmal Wiederholungen, damit sich das Ganze auch nochmal festigt und dann habt ihr quasi Feierabend und geht danach zum Sport. Das jetzt nur mal so als Beispiel. Ihr könntet den Plan aber natürlich auch genauso anders anlegen, indem ihr zum Beispiel eintragt, ich muss von 8 bis 5 Uhr arbeiten, dann habe ich von, ich sag mal, 18 bis 19:30 Training, wenn ihr zum Beispiel Fußball im Verein spielt oder Tennis im Verein spielt und ihr sagt, von 20 bis 22 Uhr setze ich mich aber nochmal an den Schreibtisch und mache irgendwas. Das könnt ihr damit auch machen. Das ist, wie gesagt, nur für euch erstmal so als erste Hilfestellung, damit ihr anfangt, für euch selber ein Gefühl dafür zu bekommen, wie plant ihr eure Woche, was könnt ihr in einer Woche schaffen und wie wollt ihr euch das Ganze strukturieren. Dann das Zweite hier unten, das ist nur eine kleine grafische Hilfestellung für euch, dass ihr euch einmal visualisiert und auch ausrechnen lasst, wie viel Zeit habt ihr jetzt eigentlich gerade noch. Datum von heute, 25.02. Wir sagen jetzt einfach mal, ihr würdet heute auch mit der Vorbereitung anfangen, weil ihr nach unserem Webinar so motiviert seid, dass ihr natürlich direkt den Examio-Shop leer kauft mit Webinaren und euch alles anguckt. Dann startet ihr natürlich schon heute. Ihr geht jetzt aber beispielsweise erst 2025 ins Examen, dann ist die erste Klausur am 7.10. Das ist also quasi Examenstermin. So, dann könnt ihr euch hier ausrechnen lassen, das macht das Excel-Tool automatisch. Ihr habt noch 84 Wochen oder 590 Tage.
Das ist jetzt natürlich, wie gesagt, relativ viel Zeit noch. Wenn wir jetzt aber hier mal eintragen würden, wir gehen schon 24 ins Examen, also dieses Jahr, dann sehen wir, oh, dieser kleine Punkt hat sich relativ weit nach vorne geschoben in den orangen Bereich. Das sind nur noch 32 Wochen und 225 Tage. Also das heißt, das ist natürlich, hört sich jetzt immer noch super viel an, aber wie Ken es ja eben auch schon mal angerissen hat, wenn ihr euch vor Augen führt, wie viel Stoff ihr euch eigentlich reinschaufeln müsst und wie viel Übungsklausuren ihr schreiben werdet, sechs Stunden, da sind diese Tage schon relativ schnell weg. Deswegen macht euch das einfach frühzeitig bewusst, wie viel Zeit habt ihr, wann sind vor allem auch für euch die wichtigen Termine. Wichtige Termine heißt vor allem, wann ist euer Examenstermin, wann werden eure Prüfungsergebnisse zugestellt. Das ist je nach Bundesland unterschiedlich, also der Examenstermin ist ja immer bundeseinheitlich, aber wann die Ergebnisse verschickt werden, ist je nach Bundesland unterschiedlich. Das ist beispielsweise jetzt in NRW zum Beispiel Ende Januar, in Bayern auch. In anderen Bundesländern kann es aber auch schon Mitte Dezember sein. Da müsst ihr so ein bisschen gucken, wie das bei euch im einzelnen Bundesland abläuft. Mündliche Prüfungen könnt ihr natürlich noch nicht eintragen, weil das hängt immer davon ab, was bei euch in dem Brief von den Noten drin steht. Also das heißt, da könnt ihr jetzt nur so einen Richtwert eintragen. Ich habe jetzt einfach mal Mitte März eingetragen, so damit wir einfach mal einen Wert haben. Und dann rechnet euch das System eben auch aus, okay, du hast noch 106 Wochen beziehungsweise 744 Tage, bis du dann deine mündliche Prüfung hast und das Steuerberaterexamen idealerweise bestanden hast. Das nur so als erste kleine Hilfestellung. Dann kommen die Lernanalysen. Die Lernanalysen, das sind grafische Aufbereitungen von dem, was ihr im Reiter Logbuch eintragt. Wir können da jetzt einmal ganz kurz hinspringen. Ihr seht jetzt gerade, hier ist einfach nur das coole Examio-Logo. Da ist jetzt gerade gar nichts drin. Und ich trage jetzt einfach mal hier im Logbuch ein. Das erkläre ich aber auch gleich nochmal im Detail. Ich habe heute 8 Stunden Haftung gelernt und ich habe 1 Stunde Steuerstrafrecht gelernt. Dann sehen wir hier vorne im Dashboard, dass sich so ein kleiner Kreis innen drin bildet um das Logo. Da steht jetzt Abgabenordnung drin. Das heißt, wir wissen, wir haben Abgabenordnung gelernt. Und das System rechnet dann aus, okay, du hast insgesamt 9 Stunden investiert und davon ist dann der Anteil Haftung 8/9 und Steuerstrafrecht 1/9. Das Ganze, ihr seht jetzt natürlich nicht nur einen Tag, sondern immer mehrere, summiert sich einfach über jeden Tag auf und ihr kriegt immer grafisch angezeigt, wie viel Zeit habe ich jetzt insgesamt von, ich sag mal, 100 Tagen, die ich gelernt habe, in das Thema Haftung in der Abgabenordnung investiert. Das ist natürlich nur eine grafische Hilfestellung. Da Menschen aber durchaus auch grafisch lernen können oder auch grafisch arbeiten können, ist das für euch eigentlich ein ganz cooles Instrument, um auf einen Blick zu sehen, ja okay, mein Haftungskreis ist auch nach 100 Tagen immer noch 80% von dem, was ich so mache. Da sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken, auch mal andere Themen etwas zu lernen, damit sich das Gesamtbild ein bisschen ausgleicht. Also das heißt, das ist für euch nur auch nochmal eine grafische Hilfestellung. Ihr könnt euch auch hier an der Seite immer Notizen machen, also ihr könntet euch da ein Ziel reinschreiben, dass ihr zum Beispiel sagt, ich möchte in 30 Tagen, dass alle Fächer ungefähr gleich groß sind. Oder ihr sagt, ich möchte in 30 Tagen, dass das Fach oder der Teilbereich Korrekturvorschriften in der Abgabenordnung mit Abstand am größten ist. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Das heißt, hier könnt ihr euch einfach nur entsprechende Notizen eintragen. Diese grafische Aufbereitung, das hier oben war jetzt für den allerersten Prüfungstag. Das Gleiche haben wir hier unten auch nochmal mit Ertragssteuern. Das funktioniert aber nach genau der gleichen Logik. Und dann auch nochmal fürs Bilanzsteuerrecht. Also das heißt, ihr kriegt das je nach Prüfungstag isoliert einmal ausgegeben und könnt für jeden Prüfungstag dann auf einen Blick sehen, wo ihr grafisch von eurem Lernfortschritt steht. Dann aus meiner Sicht eigentlich, ja, mit dem Klausurtagebuch, was hier rein verlinkt ist, eigentlich mit das wichtigste Feature, die Klausuranalyse. Ihr werdet es wahrscheinlich entweder schon selber wissen, weil ihr in der Prüfungsvorbereitung drinsteckt, oder ihr werdet das von Bekannten oder auch von Freunden, die das Examen gemacht haben, schon mal gehört haben. Ihr müsst Fälle machen und ihr müsst Klausuren schreiben. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Warum? Ganz einfach. Die Steuerberaterprüfung ist keine Theorieprüfung, sondern ihr müsst Fälle lösen. Also das heißt, ihr kriegt nicht, wie es zum Beispiel mal früher in der Schule war, eine abstrakte Frage im Sinne von, welche Voraussetzungen müssen vorliegen, um einen Steuerbescheid zu ändern, oder was sind die Voraussetzungen der körperschaftsteuerlichen Organschaft, wo ihr einfach theoretisches Wissen aus eurem Kopf hinschreiben könnt, sondern ihr kriegt einen Fall. Und einen Fall zu lösen, ist etwas grundlegend anderes, als reine Theorieklausuren zu schreiben. Warum ist das so? Ken hat es hier eben auch schon mal einmal angedeutet.
Ihr müsst euch aus dem Sachverhalt erstmal die wichtigsten Informationen raussuchen, müsst die für euch sortieren, müsst die in das jeweilige Fachthema reinpressen und müsst sie dann einordnen. Und das dauert einfach. Das ist auch am Anfang wirklich schwierig, wenn man das noch nicht gemacht hat, weil man am Anfang auch einfach von der Menge an Text total erschlagen wird und das Gefühl hat, ich habe 3 Seiten gelesen, ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich überhaupt noch anfangen soll. Und das erfordert Übung. Und dafür ist diese Klausuranalyse gedacht, dass ihr selber euch mit euren Übungsklausuren auseinandersetzt, damit ihr zum einen sehen könnt, wie euer Fortschritt aussieht mit der Zeit, weil ihr werdet merken, ihr werdet auch natürlich immer besser, weil ihr eine gewisse Routine darin habt, aber auch sehen könnt, wie viel habe ich denn bereits gemacht? Weil auch hier Menschen neigen dazu, selber immer ein bisschen zu verklären, was man gemacht hat. Also beispielsweise, ja, ich habe doch schon total viele Übungsklausuren geschrieben. Wenn man aber mal jede einzelne Übungsklausur sauber aufschreibt und dann am Ende merkt, okay, es waren vielleicht doch nur 10, dann ist das natürlich was anderes, als wenn ich hier alle meine Klausuren reinschreibe und wie jetzt mal in unserem Fall auf 12 plus 8, das sind 20 plus 13, 33 Klausuren komme. Das heißt, das dient einfach auch für euch so ein bisschen dazu, die Prüfungsvorbereitung objektiver zu machen. Dazu haben Ken und ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Es ist menschlich und es ist auch vollkommen normal, dass man irgendwann in der Prüfungsvorbereitung an den Punkt kommt, wo man das Examen unfair findet oder beziehungsweise sagt, ja, die Vorbereitung ist so anstrengend und ja, was soll ich denn machen, um das zu bestehen? Das ist in einem gewissen Maße okay, aber ihr müsst dann selber lernen, die Verantwortung dafür zu tragen, dass ihr trotzdem einfach weitermacht. Und das schafft ihr vor allem damit, dass ihr diese Vorbereitung objektiv gestaltet und euch nicht emotional davon leiten lasst, dass ihr einfach nur das Handtuch schmeißt und sagt oder hier irgendwie ein Glas umwerft und sagt, Mann, ist das unfair, sondern euch einfach dran setzt und versucht, diese Balken beispielsweise, was sind meine Durchschnittsnoten in den Klausuren, immer mehr in die richtige Richtung zu schieben. Und wenn ihr das natürlich auch nach einer gewissen Zeit hinkriegt, ist das ja eine schöne Bestätigung, wenn ihr hier diesen Planer aufmacht und seht, ja, Durchschnittsnote 3,5, 3,9, 3,9, passt. Damit kann ich ruhigen Gewissens in die Prüfung reingehen. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Was seht ihr hier vorne? Einmal 3 Felder, wo ihr eure Zielnoten eintragen könnt. Ich habe jetzt einfach mal 4,5 eingetragen, weil ihr braucht in jeder oder ihr braucht im Schnitt über alle 3 Klausuren eine 4,5, um die schriftliche Prüfung zu bestehen. Idealerweise schaffen wir es, alle 3 Klausuren zu bestehen. Ich habe jetzt hier einfach mal jeweils 4,5 eingetragen. Die Daten hierfür stammen aus dem Klausurtagebuch. Da gucken wir auch gleich einmal im Detail rein, wenn wir dann an der Stelle sind. Ihr seht zum einen, wie viele Klausuren habt ihr eingetragen. Ihr seht, wie viele Klausuren habt ihr korrigiert, weil das ist auch ein wichtiger Punkt. Es geht nicht einfach nur darum, dass ihr eure Klausuren schreibt, sondern das Wichtigste ist, Klausuren nachzuarbeiten. Klausuren nacharbeiten bedeutet zum Beispiel, einzeln durchzugehen, was sind meine Fehler, warum habe ich den Fehler gemacht, wie kann ich den Fehler abstellen und das immer wieder zu kontrollieren. Oder wenn ihr zum Beispiel sagt, da kam jetzt ein Thema dran, was ihr noch gar nicht konntet, sowas wie, keine Ahnung, Besteuerung von gemeinnützigen Körperschaften, dass ihr euch auch nochmal mit der Theorie dahinter auseinandersetzt, wenn ihr halt merkt, okay, ich habe da gar keinen Zugriff bislang drauf. Dass ihr auch da einfach immer am Ball insofern bleibt, dass ihr nicht einfach nur immer auf euer Gefühl vertraut von, ja, die Klausur war ja total unfair, die muss ich erst gar nicht nacharbeiten, sondern jede einzelne Klausur nacharbeitet und guckt, was sind meine Fehler, wie kann ich die abstellen. 3. Zeile dann, wie viele Klausuren habt ihr bestanden? Jetzt zum Beispiel in Verfahrensrecht sehen wir haben 12 Klausuren geschrieben, davon haben wir 8 bestanden. Das ergibt in Prozent 67%, das ist schon eine relativ gute Quote. Dann, was war unsere beste Klausur? Ich habe jetzt natürlich einfach nur Quatschwerte eingetragen, 1,0. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, und ich glaube, Ken wird das bestätigen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine 1,0 in einer Steuerberaterklausur geschrieben und ich kenne auch ehrlicherweise keinen, der das jemals geschafft hat. Dann, was war unsere schlechteste? Jetzt in dem Fall einfach mal eine 6,0. Was ist die Durchschnittsnote über alle Klausuren? Und was ist die Durchschnittsnote der letzten 5? Warum haben wir dieses Feld eingezogen, die Durchschnittsnote der letzten 5, in Kombination mit der Spalte darunter, habe ich die letzten 5 bestanden, beziehungsweise wie viele von denen habe ich bestanden? Ihr werdet natürlich immer mehr Klausuren schreiben, je mehr ihr Richtung Examen geht. Und wie gesagt, ihr werdet ja auch insgesamt einfach souveräner in der Klausurbearbeitung und ihr werdet auch besser. Deswegen ist aber natürlich die Klausur, die ihr im September schreibt, kurz vorm Examen, aussagekräftiger über euren Leistungsstand als jetzt die Klausur, die ihr als allererstes Mal geschrieben habt. Und deswegen zählen wir immer die letzten 5 Klausuren nochmal besonders hervorgehoben,
Weil wenn ihr im September, sagen wir mal Mitte September vor eurem Examen seid und die Durchschnittsnote der letzten 5 Klausuren ist irgendwo bei 4 oder 3, könnt ihr richtig zufrieden sein. Und wenn dann am besten auch noch rauskommt, ihr habt von den letzten 5 alle 5 bestanden, dann ist richtig top. Also das heißt, das gibt euch einfach nochmal die Bestätigung, okay, ich bin an dem Punkt, ich kann ins Examen reingehen, das wird funktionieren. Hier unten habt ihr dann auch nochmal so eine kleine grafische Auswertung. Auch hier einfach nur nochmal kleine grafische Hilfestellung. Also da ich jetzt Quatschwerte eingetragen habe, sieht das natürlich ein bisschen komisch aus, aber ihr könnt anhand dieser Graphen nachvollziehen, wie eure Notenverteilung über die Zeit aussieht. Dann eine Auswertung, wir nennen es Fähigkeiten-Grafiken, der Klausuren. Also heißt, auf Basis dessen, was ihr in diesem Klausurtagebuch, was wir uns gleich angucken, eintragt, kriegt ihr hier vorne auch so Diagramme gezeichnet. Und diese Diagramme dienen dafür, quasi eure Fähigkeiten einmal im Allgemeinen abzubilden. Also was sind allgemeine Skills in der Klausurbearbeitung? Zum Beispiel, komme ich mit der Zeit hin? Schaffe ich es, die Klausuren vollständig zu lösen? Ist meine Schrift leserlich? Weil ich meine, ihr kennt es halt auch, wenn man unter Zeitdruck schreibt, dann wird die Schrift meistens eher etwas schlechter. Und wenn man, wie ich jetzt zum Beispiel, eh schon eine Sauklaue hat, dann muss man sehr vorsichtig schreiben, damit man das überhaupt noch lesen kann. Deswegen ist natürlich so ein Punkt auch gerade wichtig. Oder komme ich mit dem Leseverständnis zurecht? Oder merke ich, okay, ich überlese einfach immer wichtige Informationen? Das sind alles so allgemeine Richtwerte für eure Klausuren. Und ihr habt dann immer eine Grafik, das ist dieser dicke lilane Strich, für alle Klausuren, die ihr eingetragen habt. Also zum Beispiel, das hier ist jetzt zwischen 100% und 80%, also sagen wir mal bei 90%. Wir kommen in 90% aller Fälle mit der Zeit hin und haben auch 90% aller Klausuren vollständig gelöst. Bei den letzten 5, das ist diese dünnere Linie, sind wir sogar immer hingekommen und haben die Klausuren auch immer vollständig gelöst. Das heißt auch hier, eure Klausurauswertungen werden direkt vorne in diesem Dashboard visualisiert und werden für euch dann so aufbereitet, dass ihr auf einen Blick sehen könnt, okay, hier das Diagramm ist schön weit außen, das passt eigentlich. Oder ihr seht, ah, okay, ja gut, hier Leseverständnis ist eher nicht so gut. Ja, da muss ich nochmal irgendwie ein bisschen dran arbeiten beispielsweise. Das sind diese allgemeinen Skills für die Klausuren. Und dann gibt es hier unten nochmal einzelne Themengebiete. Also zum Beispiel am ersten Prüfungstag, das werdet ihr vielleicht schon wissen, die erste Klausur besteht aus 3 Übungsteilen, Klausurteilen, Abgabenordnung, Umsatzsteuer und Erbschaftssteuer. Deswegen haben wir jetzt einfach mal für jede einzelne Thematik eine einzelne Grafik gemacht. Und da können wir dann inhaltlich zum Beispiel eintragen, sind wir in der Klausur mit dem Themenbereich Haftung zurechtgekommen, Steuerstrafrecht, mit dem Einspruchsverfahren, dem Festsetzungsverfahren, mit der Korrektur von Verwaltungsakten. Damit wir also auch inhaltlich sehen können auf einen Blick, okay, zum Beispiel jetzt in den letzten 5 Klausuren sind wir bei allen Bereichen 100%. Das heißt, wir haben auf jeden Fall einen vernünftigen Stand und können damit vernünftig dann in die weitere Planung gehen. Oder zum Beispiel hier in Umsatzsteuer habe ich jetzt auch einfach mal Werte eingetragen, die auch ausgeben, dass wir bei allen letzten Klausuren 100% erreicht haben, also überall zufrieden sind. Das passt also. Das Ganze gibt es dann auch nochmal für Ertragssteuern. Das ist hier oben in den einzelnen Themenbereichen. Also zum Beispiel habt ihr auch ein eigenes für internationales Steuerrecht, ein einzelnes für Körperschaftssteuer. Und hier unten dann im Bilanzsteuerrecht habt ihr eine einzelne größere Grafik. Wobei man aber auch dazu sagen muss, das liegt einfach daran, weil viele Themeninhalte vom Tag 2 Ertragssteuern 1:1 auch nochmal in Bilanz drankommen können. Also zum Beispiel eine verdeckte Gewinnausschüttung von einer Körperschaft an ihren Gesellschafter kommt in der Regel am 2. Tag dran, kann genauso aber auch nochmal am 3. Prüfungstag abgeprüft werden. Deswegen haben wir dafür jetzt nicht nochmal eine eigene Grafik gemacht, sondern die beiden Klausuren müsst ihr quasi so ein bisschen als Symbiose betrachten. Dann nochmal hier unten eine allgemeine Strategieplanung. Das ist jetzt sehr stark angelehnt an das juristische Examen. Also falls wir Juristen haben hier unter uns, die werden das wahrscheinlich kennen aus der eigenen Examensarbeit. Das lässt sich in gewisser Art und Weise aber trotzdem auch auf das Steuerberaterexamen übertragen. Zum Beispiel ganz wichtig, wie soll ich den Sachverhalt erfassen und wie lange darf es dauern? Gerade im Verfahrensrecht, vor allem im Teilbereich AO, kriegt ihr eigentlich mit Abstand immer die längsten Sachverhalte. Also so erfahrungsgemäß liegt da die durchschnittliche Länge bei, ich sag mal, 5, 6, 7, 8 Seiten. Das alles zu lesen und alle Informationen rauszufiltern, in die richtige Reihenfolge zu bringen und dann auch noch richtig in die rechtlichen Normen zu packen, ist sehr anspruchsvoll.
Und das ist natürlich aber erstmal die erste Hürde. Wie lange darf ich denn überhaupt brauchen, um den Sachverhalt zu lesen? Und wie lange darf ich dann brauchen, um es für mich vernünftig zu sortieren? Weil euch ist auch nicht damit geholfen, wenn ihr jetzt sagt, ja, wenn ich 1,5 Stunden Zeit habe, um den Sachverhalt zu lesen, dann kriege ich das alles rausgefiltert. Wenn ihr halt statistisch gesehen nur 2 Stunden Zeit für die ganze Aufgabe habt, das ist dann natürlich ein bisschen schwierig. Das heißt, ihr könnt euch einfach hier allgemeine Notizen machen. Was sind so Punkte, auf die ihr achten möchtet? Also zum Beispiel, ich nehme mir in AO 30 Minuten für den Sachverhalt und erfasse mir das anhand einer Mindmap jetzt als Beispiel. Oder ich mache mir einen Zeitstrahl und schreibe mir alle wichtigen Daten raus. Das ist euch auch selbst überlassen, weil ja gerade dieses grafische Aufbereiten von Informationen, da gibt es jetzt auch nicht immer den goldenen Königsweg, sondern da ist jeder so ein bisschen unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel immer mit einem Zeitstrahl gearbeitet. Aber ihr könnt dann einfach für euch mal so ein paar Eckdaten ausschreiben, wie möchtet ihr mit euren Klausuren arbeiten und könnt dann hier immer wieder einfach mal reingucken und sagen, ja, passt das immer noch für mich oder muss ich jetzt zum Beispiel sagen, ja, nee, ich glaube eher 20 Minuten Sachverhalt erfassen und ich mache nicht mehr den Zeitstrahl, sondern ich mache jetzt doch mal die Mindmap oder andersrum. Genau, und dann das Letzte hier unten, einfach nur mal für euch so ein bisschen zum Rumspielen, wie werden die Noten im Steuerberaterexamen gerechnet? In der schriftlichen ist es so, ihr kriegt für jede Klausur eine Gesamtnote, also für den ersten Tag Verfahrensrecht, für den zweiten Tag Ertragssteuern, für den dritten Tag Bilanzsteuerrecht. Und daraus wird eine Gesamtnote gebildet, indem man einfach die Summe der 3 Noten nimmt und durch 3 teilt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier 3 mal 4,5 eintragen, 4,5 plus 4,5 plus 4,5 sind 13,5, geteilt durch 3 macht wieder wenig überraschend 4,5. Das heißt, dann wird das Feld hier grün. Wir haben die schriftliche Prüfung bestanden, weil wir haben die Mindestnote 4,5 erreicht. So, wenn wir jetzt sagen, ja, das Leistungsniveau, das halten wir, das kriegen wir hin, mündlich wollen wir auch eine 4,5, dann sehen wir, wenn wir hier unten reinspringen, Entschuldigung, jetzt hat mein Bildschirm sich gerade einmal nach oben gezogen, dann sehen wir hier unten, dass da jetzt plötzlich eine 4,5 mit einem roten Feld steht, weil ihr insgesamt, also schriftlich und mündlich zusammen, müssen eine 4,15 ergeben und keine 4,5. Das heißt, ihr müsstet euch in dieser Konstellation in der mündlichen etwas verbessern. Oder aber, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier oben sagt, ja gut, ich bin in der schriftlichen eigentlich ganz gut, ich habe eine 3,0 in jedem Fach, so, dann sehen wir jetzt, selbst wenn wir in der mündlichen dann eine 4,5 holen, kommen wir insgesamt auf 3,75 und damit passt es dann auch. Das ist aber für euch einfach nur mal so ein bisschen zum Rumspielen, damit ihr für euch ein Gefühl dafür bekommt, wenn ihr die ersten paar Klausuren geschrieben habt, okay, wie gut muss ich denn jetzt zum Beispiel in meinem stärksten Fach sein, um schwächere Klausuren auszugleichen. Das ist das Dashboard. Was sind jetzt die weiteren einzelnen Reiter? Als allererstes eine To-Do-List. Diese To-Do-List fließt nicht mit in das Dashboard ein, sondern ist, wie es der Name schon sagt, eine ganz allgemeine To-Do-List. Hilft euch aber auch einfach dabei, alle relevanten Informationen rund um das Examen innerhalb von einer Datei zu filtern. Ihr könnt euch das Ganze natürlich auch theoretisch auf einen Zettel schreiben, der auf eurem Schreibtisch liegt, aber aus eigener Erfahrung, wenn man irgendwann hier so Zettelwirtschaft anfängt mit 200 Zetteln, dann wird es ein bisschen schwierig. Deswegen ist so eine To-Do-List in der Excel-Tabelle selber auch ganz praktisch. Und ihr könnt dann zum Beispiel euch hier die wichtigsten Eckdaten eintragen. Also das ist jetzt von uns mal vorformuliert worden. Als allererstes mal die Prüfungsordnung durchlesen. Also das heißt, vor allem die Durchführungsverordnung zum Steuerberaterexamen und die Merkblätter der Kammern. Dann euch damit vertraut machen, wann muss ich mich anmelden, wann ist die Prüfung, wann kommen die Ergebnisse etc. pp. Und einmal habe ich den Examensplaner verstanden, ja oder nein. Eure To-Dos könnt ihr dann immer hier mit Plus abhaken. Plus im Sinne von ist erledigt, Minus im Sinne von ist noch offen. Die Spalte Datum ist einfach nur, wann ihr es eingetragen habt. Dann könnt ihr den Ganzen auch noch eine Priorisierung geben. Also klassischerweise arbeitet man mit Prioritäten von 1 bis 4. Also zum Beispiel, das hier oben ist jetzt das Wichtigste, das ist Prio 1. Das hier unten ist nicht so wichtig, das ist Prio 2. Und ihr könnt euch dann dahinter auch noch entsprechende Fristen eintragen. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel euer Merkblatt von der Kammer über die Website von der Kammer abruft, dann könnt ihr zum Beispiel hier auch den Link reinposten und habt das Ganze für euch einfach auch entsprechend direkt in eurer Datei aufbereitet. Das ist, wie gesagt, eine allgemeine To-Do-List. Jetzt einer der spannenden Teile des Examensplaners, das Logbuch. Das Logbuch ist dafür da, um zu tracken, was habt ihr gelernt und vor allem auch, wie habt ihr es gelernt. Also da heißt, es geht hier erstmal um reine Theorie.
Ich habe jetzt mal für heute den Eintrag 25.02.2024 angelegt. Das ist also das Datum von heute. Und ihr habt hier vorne eine Spalte. Ich habe heute gelernt, dass. Das dient einfach für euch so ein bisschen dazu, nochmal die wichtigsten Highlights eures Lernens rauszuarbeiten, aber auch, um euch immer so einen kleinen moralischen Boost zu geben. Also stellen wir uns mal vor, ihr habt einen Monat lang Probleme mit dem Thema körperschaftssteuerliche Organschaft. Und dann nach einem Monat macht es irgendwann Klick bei euch und ihr könnt dann hier guten Gewissens eintragen, ich habe heute gelernt, dass und dann zum Beispiel die Voraussetzung für eine körperschaftssteuerliche Organschaft, dass das und das sind. Heißt, wenn ihr dann einfach hier nochmal in euren Planer reinkommt, seht ihr auch für euch selber, aha, ich habe einen Fortschritt erreicht, weil ich ein Thema, was ich vorher nie verstanden habe, plötzlich verstanden habe. Heute, da wir jetzt ja in diesem Webinar sind, könnt ihr natürlich eintragen, dass der Examensplaner sehr gut ist. Das ist ja wohl offensichtlich, das ist die wichtigste Erkenntnis von heute. Aber ihr könnt euch dann einfach hier so kleine Notizen machen. Wir haben hier vorne dann nochmal drei kleine Spalten Gesundheit eingezogen oder auch Mood-Tracker. Warum haben wir das gemacht? Das hilft euch auch einfach dabei, ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie effektiv lernt ihr, beziehungsweise woran könnte es denn liegen, dass ihr nicht so effektiv lernt, wie ihr das gerne möchtet. In der Spalte Schlaf tragt ihr eure Schlafzeiten ein. Also einfach grob abgeschätzt, wie viele Stunden habe ich geschlafen. Wozu ist das da? Wenn ihr merkt, ich kann hier Stunden um Stunden lernen, aber irgendwie schreibe ich trotzdem keine besseren Klausuren. Aber ihr tragt hier vorne halt auch so aberwitzige Werte wie mal eine 4, mal eine 3, mal eine 2 oder auch mal eine 5 ein. Dann schlaft ihr jetzt nach der Rechnung durchschnittlich 3,5 Stunden in der Nacht. Das ist ein klein bisschen wenig. Und das führt natürlich dazu, dass ihr euch auch viel schlechter konzentrieren könnt. Und dann wäre das so ein Thema, an dem ihr beispielsweise erstmal arbeiten wolltet, bevor es überhaupt in den eigentlichen Inhalt reingeht. Das Gleiche gilt für Stress und Fokus. Bei Stress und Fokus könnt ihr einen Wert von 1 bis 10 eingeben. Das ist einfach nur dafür da, wenn ihr zum Beispiel jetzt sagt, na gut, der Stress bei mir heute, weil, keine Ahnung, ich musste meine Mutter zum Arzt fahren und dann musste ich auch noch irgendwas anderes machen, der war heute echt bei einer 9, dann heißt das für euch auch nochmal, okay, selbst wenn ich heute halt ein bisschen lerne, aber ich mich nicht konzentrieren kann, dann heißt das nicht unbedingt, dass das an mir liegt, sondern es könnte auch einfach sein, dass es externe Faktoren gibt, nämlich beispielsweise Stress. Oder aber, ihr könnt euch auch einfach nicht konzentrieren. Also ihr sagt, ja, Stress bei mir ist 9, also kurz vor Anschlag. Ja, dementsprechend ist mein Fokus halt auch nur bei einer 2 von 10, also eigentlich gar nicht da. Dann müsst ihr euch auch nicht ärgern, wenn ihr dann unter den Parametern halt, egal bei wie viel Stunden Lernzeit, auch einfach nicht so wirklich was mitnehmt. Das ist menschlich. Dann solltet ihr auch da erstmal wieder gucken, die beiden Werte in eine richtige Richtung zu bekommen, damit natürlich auch insgesamt das Lernen entspannter wird und ihr aber auch einfach selber ruhiger seid und damit auch besser lernen könnt. Das erfordert natürlich hier vorne auch so ein bisschen Mut zur Ehrlichkeit. Also ihr könnt euch jetzt natürlich hier immer eine 10 bei Stress reinschreiben und sagen, ja, ich kann ja nichts dafür, weil mein Stress ist halt so hoch. Das hilft euch aber nicht. Wie ich es ja eben schon mal gesagt habe, ihr müsst Mut zur Verantwortung hier übernehmen beim Examen. Und das bedeutet auch, dass ihr hier ehrlich zu euch selber die entsprechenden Werte eintragen müsst. Wenn ihr das alles gemacht habt, kommen hier die eigentlichen Spalten für die Fachinhalte. Also, ihr tragt hier einfach eine Zahl ein. Wie viele Stunden habe ich jetzt heute am 25.02.2024 das Thema Haftung in AO gelernt? Sagen wir jetzt einfach mal 8. Oder wir haben auch noch 2 Stunden Korrekturverfahren gelernt, 1 Stunde Steuerstrafrecht und ja, 1 Stunde Einspruchsverfahren. Heißt also insgesamt AO 12 Stunden. Ihr habt hier oben immer einen Zähler, der mitzählt, damit ihr auch so ein bisschen lernt, das abzuschätzen. Wie viel lerne ich denn im Verhältnis zu anderen Fächern? Weil jeder hat ein Lieblingsfach. Und wenn ihr jetzt hier irgendwann 200 Stunden AO stehen habt, aber nur 10 Stunden Umsatzsteuer, dann würde ich mal sagen, ihr solltet vielleicht noch mal ein bisschen Umsatzsteuer wiederholen, damit das so ein bisschen ins Gleichgewicht kommt. Und wie ich es eben schon mal beim Dashboard gesagt hatte, wenn ihr das jetzt hier eintragt, dann seht ihr auch direkt, dass hier oben dieses entsprechende Auswertungsdiagramm etwas diverser geworden ist, weil wir jetzt nicht nur 2 Einträge haben, sondern Haftung, Einspruchsteuer, Strafrecht, Korrekturverfahren. Also das heißt, alles, was ihr hier eintragt, wird mit nach vorne gezogen. Neben den eigentlichen Fachinhalten haben wir auch noch bei jedem Fach 2 allgemeine Spalten, Klausurtechnik, Klausuranalyse. Das ist jetzt in dem Sinne nicht, dass ihr was Neues lernt, aber ihr beschäftigt euch mit euren Klausuren und das muss sich auch irgendwo widerspiegeln, weil ich sagte es ja eben schon mal, das Klausurnacharbeiten ist super, super wichtig
Und deswegen soll natürlich auch die Zeit, die ihr da reinsteckt, entsprechend vorne gewürdigt werden und auch abgebildet werden. Das heißt, das fließt dann auch mit rein. Und ihr habt bei jedem Fach nochmal einen Reiter, eine Spalte, Wiederholung. Wenn ihr also ein Thema schon mal gelernt habt und sagt, okay, das kann ich jetzt, zum Beispiel Steuerstrafrecht kann ich, aber ich möchte das nochmal heute wiederholen, dann könnte ich auch zum Beispiel jetzt sagen, ich habe das heute zum ersten Mal gelernt und dann habe ich es nochmal 2 Stunden wiederholt und Wiederholung fließt dann vorne auch mit in die entsprechende Übersicht rein. Und das gibt es, wie gesagt, für jedes Fach insgesamt und da könnt ihr dann eure entsprechenden Lernzeiten eintragen. So, das Highlight bzw. eigentlich das Wichtigste für euch in eurer Nacharbeit, das Klausurtagebuch. Im Klausurtagebuch tragt ihr, wie es der Name schon sagt, ein, wenn ihr eine Übungsklausur geschrieben habt. Ich trage jetzt einfach mal heute ein, dass wir eine geschrieben haben am 25.02. Wir haben die Note 4,5 erreicht. Das heißt, ihr schreibt hier einfach eure Note rein in den entsprechenden Notenstufen von 1,0 bis 6,0. Und ihr setzt hier vorne ein Plus, wenn ihr die Klausur nachgearbeitet habt, oder ein Minus, wenn ihr sie noch nicht nachgearbeitet habt. Das war das, was wir auch eben vorne in der entsprechenden Übersicht dann schon mal gesehen haben. So, wir geben unserer Klausur einen Namen, damit wir auch immer unterscheiden können, welche Klausur haben wir da geschrieben. Da nehmen wir jetzt einfach mal den Namen AU ist toll. Und dann könnt ihr hier für die ganze Klausur euch entsprechende Notizen machen. Zum einen, das wäre jetzt ein Schritt, den ihr macht, bevor ihr die eigentliche Klausur schreibt. Worauf möchte ich bei dieser Klausur besonders achten? Welche 3 Ziele habe ich in dieser Klausur? Beispielsweise, ich möchte die Zulässigkeit vom Einspruch fehlerfrei prüfen. Oder ich möchte keine Frist falsch berechnen. Irgendetwas. Brecht euch diese schwierigen Einzelklausuren auf kleine Teilprobleme runter. Dann habt ihr zum einen Erfolgserlebnisse, was das Lernen nochmal angenehmer macht. Und auf der anderen Seite könnt ihr auch hier wieder euren Fortschritt sehen. Weil wenn ihr immer die Fristen falsch berechnet, aber dann euch 3-mal das Ziel setzt, ich mache alle Fristen richtig und ihr schafft das, dann seht ihr auch auf einen Blick wieder, okay, mein Lernen bringt was, ich komme in die richtige Richtung. Dann ab Spalte H fängt die eigentliche Auswertung der Klausur an. Nämlich, was ist die Schwierigkeit? Also zum Beispiel könntet ihr euch hier eine Notiz machen für, die Schwierigkeit in dem Fall war die Zulässigkeit vom Einspruch, weil da wurde, keine Ahnung, was ganz Abstruses abgeprüft oder die Klausur drehte sich ausschließlich um das Thema Kommissionsgeschäfte in der Umsatzsteuer und das kann ich einfach noch nicht, damit ihr auch da auf einen Blick in eurer Klausurübersicht seht, okay, wenn ich also nochmal Kommission nacharbeiten möchte, dann kann ich da entsprechend in diese Übungsklausur reingucken, weil ihr werdet das irgendwann merken, ihr habt so einen Stapel an Übungsklausuren und wenn ihr dann nochmal im Nachhinein überlegt, ja vor 3 Monaten habe ich doch irgendwann mal eine Klausur geschrieben, die könnte ich mir doch nochmal angucken, weil da war ein Thema drin, was ich mir gerne nochmal anschauen möchte, wie hieß sie denn nochmal, dann wird es schwierig, deswegen pflegt das einfach ordentlich, damit ihr da entsprechend immer auf diese Daten zugreifen könnt. Dann bei Spalte I Problembewusstsein. Ich habe das Problem erkannt, also zum Beispiel es geht um eine Kommission, aber ich habe es falsch gelöst. Was wäre denn die richtige Lösung? Auch hier, das solltet ihr natürlich jetzt nicht für die ganze Klausur machen, sondern wirklich für dieses zentrale Thema, wo ihr sagt, das ist mein Problem. Das ist das, wo ich immer dran scheitere. Das heißt zum Beispiel, ich habe erkannt, dass es um eine Kommission geht, aber ich habe den Kommissionär komplett falsch geprüft. Auch hier einfach das dann immer jedes Mal für jede Klausur eintragen, damit ihr dann, wenn ihr da nochmal reinschaut und seht, okay, 2-mal lief es gar nicht, beim 3. Mal hat es dann endlich gepasst, ihr habt euren Fortschritt erreicht und ihr könnt euch einfach ein neues Problem stürzen. Oder aber Spalte J, nicht erkannt. Woran erkenne ich es denn? Ihr erkennt einfach nicht, dass es eine Kommission ist. Dann könnt ihr euch zum Beispiel hier irgendwelche Schlagworte rausschreiben, die darauf hindeuten, dass es eine Kommission ist. Oder ihr könnt euch auch Paragraphen hinschreiben, einfach nur, damit ihr immer wieder dran denkt. Das dient einfach dem Ausarbeiten ja, von den Problemen, die ihr nun mal einfach mit euren individuellen Klausuren dann habt. Hier vorne gelbe Spalten Formalität, das war das, was wir im Dashboard an diesen allgemeinen Fähigkeiten gesehen haben. Also komme ich mit meinem Leseverständnis klar, komme ich mit dem Inhalt an sich klar, komme ich mit der Darstellung klar, ist meine Schrift leserlich, ist meine Klausur vollständig, komme ich mit der Zeit hin. Da könnt ihr auch einfach immer ein Plus oder ein Minus eintragen, sagen wir also mal, zum Beispiel hier meine Darstellung, die war nicht gut. Dann trage ich hier ein Minus ein und dann werden vorne die Grafiken aktualisiert. Und auch hier könnt ihr dann natürlich sehen, je weiter ihr hier fortschreitet, umso besser wird das natürlich auch irgendwann werden, gerade jetzt hier die Punkte Vollständigkeit und Zeit. Wenn ihr wie ich eine Sauklaue habt, dann wird hier wahrscheinlich immer ein Minus stehen, aber
Ihr seht, ich habe es auch irgendwie geschafft, also ihr kriegt das dann auch mit einer Sauklaue hin. Und dann bei den eigentlichen inhaltlichen Auswertungen, also ab Spalte Q, verfahrt ihr nach dem gleichen Prinzip. Wenn ihr ein Thema drin hattet, dann habt ihr ein Plus, wenn ihr das Thema gelöst habt. Wenn ihr das Thema falsch gelöst habt oder nicht vollständig, habt ihr ein Minus. Das ist natürlich jetzt auch immer so ein bisschen abwägen. Das müsst ihr selber ein bisschen lernen für euch als Gefühl. Wann ist es ein Plus, wann ist es ein Minus? Ich kann jetzt keinen Richtwert vorgeben im Sinne von, ja, wenn ihr die Hälfte der Punkte da habt, ist es ein Plus oder die Hälfte, dann ist es ein Minus. Das ist immer ein bisschen subjektiv. Aber ihr solltet euch einmal einen Maßstab für euch selber überlegen und den dann benutzen, um eure Klausuren entsprechend zu bewerten. Das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht das mit Abstand Wichtigste eigentlich, weil ihr müsst einfach lernen, eure Klausuren objektiv zu sehen. Es bringt nichts, Klausuren in die Ecke zu schmeißen und zu sagen, Klausuren sind unfair, sondern ihr müsst einfach selber lernen, die Probleme rauszufiltern und dann zu gucken, wie kann ich es denn besser machen. So, vorletzter Reiter, Wiederholung. Wiederholung ist deswegen wichtig, weil der Stoff einfach so umfangreich ist. Ihr könnt euch nicht einfach einmal hinsetzen und das Ganze auswendig lernen, sondern ihr müsst es immer wieder wiederholen, aber natürlich auch vor allem die Systematiken dahinter wiederholen. Deswegen haben wir hier einfach mal je nach Fach so die aus unserer Sicht wichtigsten Problembereiche aufgeschrieben, zum Beispiel Haftung oder Fristberechnung. Da könnt ihr dann auch wieder eine entsprechende Priorisierung vergeben von 1 beispielsweise bis 4 und könnt sagen, jo, ich habe es heute wiederholt, passt. Morgen habe ich es wiederholt, nee, da war es irgendwie wieder nicht so gut, aber dafür habe ich es danach nochmal wiederholt und nochmal und nochmal. Und das hat dann alles wiederum gepasst, sodass ihr dann auch seht, okay, Haftung sollte ich jetzt vielleicht mal ein bisschen weniger wiederholen. Ich glaube, das passt jetzt eigentlich. Ihr könnt euch natürlich auch noch die entsprechende Bemerkung dahinter schreiben, wie zum Beispiel erstmal nicht mehr wiederholen oder dringend nochmal wiederholen. Das ist euch selber überlassen. Und bei Quelle könnt ihr zum Beispiel jetzt von uns irgendwelche Webinare verlinken oder ihr könnt da zum Beispiel irgendwelche Schaubilder rein verlinken, damit ihr zum Beispiel wichtige Informationen aus dem Unterricht dann auch darüber direkt abgreifen könnt. Und das zieht sich dann, wie gesagt, einmal auch für die anderen Fächer komplett bis nach unten und da könnt ihr dann eure Wiederholung eintragen. Letzter Punkt, dann bin ich auch durch. Examensthemen. Examensthemen bedeutet, wir haben uns auf Basis von Erfahrungsberichten angeguckt, also wir sind natürlich auch immer im Austausch mit Leuten, die das Examen schreiben. Was kam denn dran? Wir machen das jetzt hier natürlich nicht super, super, super kleinteilig, weil dann ist die Tabelle irgendwann so bombastisch groß, damit könnt ihr nicht mehr arbeiten, sondern es geht einfach für euch darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, was sind diese großen Thematiken, die abgeprüft werden. Also zum Beispiel, wenn ihr hier mal nur auf diese beiden Spalten guckt, dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, ihr solltet im Bereich Erbschaftssteuer relativ gut aufpassen, wenn es darum geht, wie bewerte ich ein Unternehmen und wie funktioniert die Steuerbefreiung dafür, weil ihr seht, in den letzten 8 Klausuren, nachdem sich das Recht nämlich geändert hat, kam das jedes Mal dran. Oder Bewertung von Immobilien kam 6-mal dran, 7-mal, Entschuldigung. Das heißt, ihr müsst auch da einfach euch insofern keine Gedanken mehr so ein bisschen machen, was sollte ich denn jetzt machen, sondern diese Übersicht stößt euch eigentlich immer schon in die richtige Richtung, weil ihr hier sehen könnt, was kommt denn statistisch eigentlich immer wieder dran. Und wenn ihr jetzt hier so eine Auswertung seht von 9-mal hintereinander, dann würde ich jetzt mal ja fast bereit sein, darauf zu wetten, dass das bei euch im 10. Jahr nämlich genauso laufen wird und das auch nochmal drankommt. Genauso wie zum Beispiel hier unten in der Umsatzsteuer, der Themenbereich innergemeinschaftlicher Erwerb ist auch 8-mal vertreten, das Thema Vorsteuerberichtigung 15a ist 8-mal vertreten, Vermietungsumsätze 7-mal. Also das heißt, ihr lernt dann auch einfach besser zu verstehen, warum jetzt zum Beispiel bei uns in Umsatzsteuer, der kennt mit euch das Thema 15a USTG häufiger machen wird oder ausführlicher machen wird, als so ein Thema wie, das ist ein gutes Beispiel, der Werklieferung, was ein einziges Mal jetzt dran kam in den letzten Jahren. Das ist für euch einfach, damit ihr selber so ein Gefühl dafür bekommt, okay, die großen Brocken, die kann ich alle. Und klar, es gibt immer wieder Randthemen, die auch mal drankommen, aber da dürft ihr dann keine Angst vor haben. Das geht allen so, die in diese Prüfung gehen. Wenn das Grundgerüst stimmt und das Grundgerüst sind nun mal die Themen, die häufig drankommen, dann müsst ihr euch da keine Sorgen machen. Und dafür ist diese Themenübersicht da, damit ihr euch quasi auch gedanklich dahinter schreiben könnt, kann ich, kann ich, kann ich, Grundgerüst passt, ich kann in die Prüfung gehen. Das war einmal im Schnelldurchlauf dieser Excel-Planer. Ich weiß, das ist jetzt ganz, ganz viel Input in sehr kurzer Zeit, aber
Ihr habt zum einen, wie gesagt, ja vorne die Anleitung. Ihr habt auch nochmal diesen Mitschnitt. Das heißt, wenn es euch zu schnell ging oder ihr jetzt nochmal Fragen habt, könnt ihr euch das im Nachhinein nochmal angucken oder euch im Nachhinein einfach bei uns melden. Dann können wir jede Frage auch nochmal beantworten. Gut, dann würde ich sagen, Ken, übergebe ich mal an dich und du präsentierst die neue Variante in Notion. Ja, sehr, sehr gerne. Ich übernehme mal gerade den Host zurück. Also die Fragen, die zwischendurch eingegangen sind, die habe ich ja schon beantwortet. Vielleicht ganz kurz zu dem Notion-Planer. Ich werde ein bisschen schneller sein als Jan, weil Jan hat ja schon viele sehr gute Sachen gesagt und ihr werdet sehen, der Planer ist auch relativ ähnlich. Also ich versuche auch diesen Notion-Planer jetzt so auf das Wesentliche zu reduzieren. Wir werden ganz am Schluss, werden wir euch noch zwei, drei allgemeine Sachen mit auf den Weg geben. Thema, welche Kurse gibt es bei Examio? Was macht eigentlich jetzt aktuell Sinn? Deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall, noch bis zum Schluss zu bleiben. Das nur als kleiner, als kleine Randnotiz an der Stelle. Vielleicht ganz kurz, was ist Notion überhaupt? Ich persönlich, und da kam auch diese Idee her, diese Notion-Variante noch zu bauen, ich persönlich komme mit Excel nicht so gut klar. Also Excel bietet viele Möglichkeiten und ich finde auch die Auswertungsmöglichkeiten in Excel super spannend. Wir haben aber als Feedback bekommen, dass es nicht für jedermann gemacht ist, dieser Excel-Planer, weil du ja zum Beispiel Excel auf dem Computer hast. Du kannst es aber schwer mitnehmen auf dem Handy oder so. Dann musst du es wieder synchronisieren. Also das war so ein bisschen der Hintergrund, weshalb wir einfach gesagt haben, okay, lass uns mal noch eine zweite Variante bauen. Deswegen, ihr werdet viele Sachen in dem Planer sehen, die sehr ähnlich sind gegenüber der Excel-Variante. Aber dieses Notion-Tool, also Notion ist ein Datenbank-Tool, findet ihr ganz, ganz viele YouTube-Videos drüber, findet ihr ganz, ganz viele sehr, sehr spannende Vorlagen auch zu, ganz allgemein, also nutzen sehr, sehr viele Menschen. Und dieses Notion-Tool hat eine völlig unterschiedliche Art und Weise zu denken. Also Excel ist eine Berechnungstabelle, bietet mit Formeln etc. sehr, sehr viele Möglichkeiten der Auswertung. Das ist bei Notion leider ein bisschen primitiver. Das heißt, wir konnten in den Notion-Planer die Auswertungen nicht so ausführlich rein integrieren, wie ihr das von der Excel-Variante jetzt eben gesehen habt. Was aber Notion besser macht, meiner Meinung nach, ist, dass es ein Datenbank-Tool ist. Das heißt, du kannst Datensätze anlegen und du kannst verschiedene Dinge miteinander verknüpfen, was du mit Excel so nicht kannst. Deswegen ist die Philosophie hinter Notion dann doch eine etwas andere als hinter Excel. Und deswegen an der Stelle einfach die kleine Idee. Notion ist ein kostenloses Tool. Das heißt, du brauchst ein Notion-Konto, kannst du dir kostenlos anlegen. Und dann kannst du dir diesen Planer, den ich jetzt hier offen habe, als Vorlage runterladen. Wie das geht, zeige ich gleich noch ganz zum Schluss. Ich will dir aber vorher erstmal zeigen, was du mit dieser Form des Planers machen kannst. Und du kannst dann für dich selbst entscheiden, welcher Planer ist für dich oder für deinen persönlichen Workflow einfach noch ein bisschen besser geeignet. Ich gehe mal ganz kurz in eine zweite Instanz. Der Unterschied ist, hier stecken ein paar Daten drin. Ihr seht das hier. Ich habe hier schon mal ein bisschen was angelegt. Da kann ich euch das besser zeigen. Ihr bekommt aber später einen leeren Planer, wo also keine Daten angelegt sind. Wenn ihr euch in eurer Notion-App einwählt, ihr seht, ich habe das jetzt hier auf dem Mac als App. Es gibt das auch auf dem iPhone, es gibt das auf Android, es gibt das auf Tablets, es läuft aber auch im Browser. Also egal, auf welcher Plattform du bist, du kannst Notion auf jedem Gerät nutzen. Und es synchronisiert auch automatisch alles durch. Wenn ich jetzt hier auf dem Mac in meinem Notion-Programm diesen Examensplaner öffne, dann siehst du auch hier, so ähnlich wie bei der Excel-Variante, erstmal ein Dashboard. Du siehst hier den Lernplan in Kalenderform, kannst also sehen, an welchem Tag wollte ich jetzt eigentlich welche To-Dos machen. Du kannst auch hingehen, kannst dir hier dieses To-Do, Einkünfte aus V&V, einfach per Drag und Drop zum Beispiel auf ein anderes Datum ziehen. Du kannst auch draufklicken, kannst hier verschiedene Dinge noch hinterlegen, werde ich dir gleich noch zeigen. Du kannst dir das Ganze aber sogar als Kanban-Board beispielsweise nach Erledigungsstatus gliedern lassen. Also du siehst bei Notion, du kannst dir diese Daten, diese Informationen einfach in ganz unterschiedlichen Art und Weisen zeigen lassen und du kannst eben Notion auch sehr, sehr gut auch individualisieren. Und da passt auch die Frage von Melanie auch ganz gut rein. Kann man den Notion-Kalender mit dem Outlook-Kalender anzeigen lassen? Es gibt seit kurzem
die Möglichkeit, tatsächlich zum Beispiel diesen Lernplan mit deinem Kalender zu synchronisieren. Es gibt nämlich seit kurzem in Notion hier diesen Button im Kalender öffnen. Ich kann euch das jetzt nicht zeigen, weil dann wird natürlich mein Kalender aufgehen, da stehen alle möglichen Termine drin, Datenschutz und sowas, kann ich jetzt nicht in einem Webinar mit über 300 Leuten euch zeigen. Aber wenn ihr dort draufklickt, dann öffnet sich ein separates Programm, das nennt sich Notion Kalender. Das haben die erst vor 4 Wochen eingeführt. Und du hast die Möglichkeit, in diesem Notion-Kalender deinen normalen Outlook-Kalender, Google-Kalender, wie auch immer, zu synchronisieren und kannst dir dann diese Daten neben deinen ganzen Terminen anzeigen lassen. Also es ist nicht möglich, das direkt hier reinzubauen, aber du kannst eben hier den Lernplan anlegen und brauchst nur einmal zu klicken und dann öffnet sich ein zweites Programm, wo eben der Kalender mit diesen ganzen Dateneinträgen synchronisiert wird. Also um es zu beantworten, es geht mittlerweile, weil Notion da so eine Firma gekauft hat und seitdem kann man das also machen. Das ist jetzt nur das Dashboard. Wie gesagt, den Lernplan siehst du direkt auf den ersten Blick, schauen wir uns gleich noch intensiv an, aber du hast eben direkt im Blick, was musst du vielleicht heute, morgen oder im Laufe der Woche machen. Du siehst jetzt hier links eine Navigation, die dich an verschiedene Stellen bringt. Und du siehst auch, das ist ein kleines Gimmick von uns, einfach den Podcast, von dem ich eben gesprochen habe, einfach hier eingebettet. Also du hast auch die Möglichkeit, direkt in deinem Examensplaner einfach die aktuelle Podcast-Folge dir anzuhören, ist also vollwertig integriert. Ich würde vorschlagen, wir gehen die einzelnen Punkte mal kurz durch. Das Erste, was es hier gibt, ist der Lernplan. Wenn ich drauf drücke, siehst du, es öffnet sich hier ein Kanban-Board. Ich kann auch hier den Kalender anzeigen lassen, genau das, was wir gerade auf dem Dashboard gesehen haben. Ich kann aber auch zum Beispiel mir alle Aufgaben in einer Tabellenform angucken und könnte die zum Beispiel jetzt nach Status sortieren, nach dem Due-Date, nach der Deadline sozusagen sortieren. Und du siehst, ich kann hier auch noch verschiedene Attribute hinzufügen, zum Beispiel die geschätzte Dauer. Das ermöglicht dir, deine Tage besser zu planen. Du weißt, okay, ich brauche 3 Stunden für das Thema, ich brauche 3 Stunden für das Thema. Das heißt, ich brauche 6 Stunden an diesem 19. Februar. Viel mehr will ich mir jetzt gar nicht reinplanen, damit ich noch ein bisschen Luft habe. Du kannst auf Neu klicken und kannst damit hier einen neuen Datensatz hinzufügen. Und ich könnte jetzt sagen, Lernaufgabe XY. Und jetzt findest du hier schon ein Template für Aufgaben. Du kannst dir sogar eigene Vorlagen anlegen. Also man kann Notion sehr, sehr stark individualisieren, wie man das für sich selber braucht. Dieses Template für Aufgaben, wenn du da draufklickst, dann kommt hier so ein To-Do-Emoji rein. Und es gibt dann hier eine Eingabemaske. Was ist eigentlich das Ziel der Aufgabe? Was möchtest du verstanden haben? Und du kannst natürlich auch hingehen und kannst zum Beispiel noch Unteraufgaben hinzufügen. Könntest jetzt aber auch hier einfach reinklicken. Das ist bei Notion so. Du kannst überall reinklicken und kannst dann hier mit dem Slash beispielsweise ein YouTube-Video hinterlegen. Du kannst eine Überschrift bilden. Ja? Überschrift XY. Kannst dem ganzen Ding hier noch eine Farbe geben. Kannst dann entweder solche Dinger oder du sagst, ich hätte gerne einen To-Do-Listen-Block und so kannst du das Ganze dann ausfüllen. Also du kommst mit der Zeit rein. Ich mache das jetzt sehr schnell, muss man sich einfach mal durchklicken, ist aber aus meiner Sicht auch sehr intuitiv. Also wenn du es mal ausprobierst, wirst du schnell verstehen, wie diese Editierbarkeit innerhalb dieser Datensätze funktioniert. Du hast jetzt die Möglichkeit, hier ein Due-Date zu vergeben. Also wann möchtest du die Aufgabe machen? Du kannst sagen, ich habe die noch nicht gestartet oder ich bin gerade dran. Du kannst sagen, ich werde 4 Stunden dafür brauchen. Und dann kannst du hingehen, und das ist die Power von Notion. Du kannst diese Aufgabe jetzt mit verschiedenen Dingen, beispielsweise mit einer Klausur oder auch mit einem Thema verknüpfen. Komme ich gleich zu. Das erstmal der Lernplan. Dann gibt es das Lexikon. Klausurentracker mache ich zum Schluss. Dann gibt es das Lexikon. Das ist so eine Funktion, die gibt es in der Excel-Variante nicht, weil Excel da leider nicht gut für gemacht ist. Du kannst in diesem Lexikon einfach alles an Info sammeln, was du irgendwie sammelst. Also du kannst alle wertvollen Erkenntnisse, die du aus irgendwelchen Zeitschriften, aus irgendwelchen Blogs, wie auch immer gewinnst, in dieses Lexikon für jedes einzelne Fach eintragen. Also siehst, wir haben hier schon mal jedes einzelne Fach, jedes Klausurgebiet haben wir hier schon mal angelegt. Und es hinter, oder dahinter liegen jetzt erstmal nur Platzhalter. Ja, du siehst hier eine Überschrift,
Überschrift 1, Überschrift 2, Überschrift 3 und ein bisschen Mustertext. Kannst du dir natürlich alles anpassen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel reinschreiben, der Verwaltungsakt. Dann passt sich hier oben das Inhaltsverzeichnis rein. Und jetzt könnte ich zum Beispiel eine Webseite, ein Screenshot, ein YouTube-Video von irgendwas zu dem Thema einfach per Link dort reinkopieren und er würde es mir anzeigen. Das heißt, dieses Lexikon ist gedacht, damit du dort alles an wertvollen Informationen, an wichtigen Erkenntnissen an einem Ort sammeln kannst. Und das ist halt das, was viele Prüfungsteilnehmer zurzeit in Word-Dateien packen oder in Notiz-Apps und am Ende fliegt es aber in 10 verschiedenen Stellen rum. Das ist so ein bisschen die Idee, du kannst hier einfach alles, was mit der Examensvorbereitung zu tun hat, in diesem Planer letztlich bündeln. Und ich habe dir mal, damit du mal ein Gefühl dafür bekommst, also hier liegen wirklich überall nur Platzhaltertexte drin. Das heißt, das kannst du alles oder musst du auch alles noch mit Leben füllen, so wie du es brauchst. Ich habe dir aber als kleine Hilfe hier unten Tipps zum Nacharbeiten von Unterrichtsinhalten mitgebracht. Und da gibt es einmal ein Musterlexikon. Ich klicke jetzt mal drauf. Das ist ein Skript, das ich selber geschrieben habe, als ich mich für die Steuerberaterprüfung damals vorbereitet habe. Also ich habe mir überlegt, okay, ich will Umwandlungssteuerrecht lernen. Ich habe mit dem Thema bisher noch nicht viel zu tun gehabt. Wie müsste ich ein Skript schreiben? Wie muss eine Zusammenfassung aussehen, damit jemand, der dieses Skript liest, es versteht? Also ich habe mich quasi damals schon in die Rolle des Dozenten hineinversetzt und überlegt, wie muss ich die Sache formulieren, damit es jemand anderes versteht? Weil das hat mir selber immer geholfen, die Sachen zu verstehen, mich immer da rein zu versetzen, wie würdest du es denn jemand anderem erklären? Und ich habe mir zum Beispiel damals bei Umwandlungssteuerrecht, weil das ein Thema war, was für mich zum großen Teil neu war, also in der Finanzverwaltung hatten wir ab § 20 Umwandlungssteuergesetz alles gemacht, aber alles vor 20 war kein Thema. Das heißt, alles vor 20 war für mich neu. Und da habe ich hier tatsächlich mir mal eine Struktur überlegt, wie würdest du dieses Skript schreiben? Ihr seht das hier, es gibt ein richtiges Inhaltsverzeichnis. Und dann habe ich einfach losgelegt. Ja, das ist noch nicht mal das ganze Skript. Ich habe euch hier nur ein bisschen was abgedruckt. Aber du siehst, du kannst da unglaublich viel machen. Du kannst eine Hinweisbox reinfügen, kannst nochmal besonders wichtige Dinge hervorheben. Du kannst hingehen und kannst die eigene Prüfschemata hier reinkopieren. Du kannst dir wichtige PDFs reinziehen. Also das habe ich euch einfach nur mal als kleines Beispiel mitgebracht. Wie könnte sowas aussehen? Also wirklich als reines Muster zu verstehen. Und ich persönlich habe damals viel mit Mindmaps gearbeitet und weil ich schon ein paar Mal gefragt wurde, wie hast du dir denn diese Mindmaps erstellt, habe ich euch auch hier einfach mal ein Muster mitgebracht, eine Mindmap zur Vorsteuerberichtigung nach 15a oder eine Mindmap zum Ausscheiden eines Gesellschafters, wie ich mir das damals im Studium zusammengefasst habe. Ich habe mir also immer 30, 40 Skriptseiten genommen und auf einen so einer großen Mindmap zusammengefasst. Und dadurch konnte ich dann, wenn ich für Klausuren gelernt habe, mithilfe dieser einen Mindmap sehr schnell viel relevanten Stoff wiederholen. Und ich konnte auch hingehen und konnte die Zusammenhänge besser verstehen, weil ich es visualisiert habe. Dazu findest du hier auch noch ein YouTube-Video und daran siehst du, was bei Notion cool ist. Du kannst nämlich einfach YouTube-Videos reinkopieren, kannst sagen, zeig mir dort mal das YouTube-Video an. Und du findest in diesem YouTube-Video, es geht rund 10 Minuten, findest du auch nochmal so ein paar Details. Wie funktioniert das mit den Mindmaps? Also du siehst, ich habe das hier ein bisschen erklärt und so weiter und so fort. Ja, also das ist einfach hier mit integriert, sind ein paar Tipps. Und wenn du sagst, du brauchst sie nicht, kannst du die eben auch, ich mache das jetzt einfach mal, ist ja eben meine Demo-Instanz, könntest du die jetzt einfach alle selektieren, könntest einfach alles löschen und dann ist es weg. Also du kannst dir den Planer durchaus eben so anpassen, wie du es brauchst. Aber ich habe es mit reingepackt, damit du da eine kleine Ergänzung hast. Also Lexikon ist deine persönliche Stoffsammlung, Dinge, von denen du sagst, okay, die fand ich hilfreich, die speichere ich mir mal irgendwo ab, dann hast du dort einen zentralen Punkt. Jetzt kommt so ein bisschen das Eingemachte, nämlich die Themen der Vorjahre. Das ist, ihr seht das hier, die gleiche Liste, die euch Jan gerade schon mal in Excel gezeigt hat. Also es gibt hier eine Übersicht, es gibt die einzelnen Fächer, ihr seht, in welcher Klausur das Thema relevant war. Und ihr seht, das sind insgesamt 165 Teilthemen. Und die Idee hinter der Liste, und da bitte ich euch jetzt nochmal besonders aufzupassen. Die Idee hinter der Liste ist, dass ihr euch mit Hilfe dieser Liste den Lernplan erstellt. Ihr könnt nämlich hingehen und könnt sagen, okay, Steuerstraftaten ist ein Thema, was ich wiederholen möchte. Und jetzt könnt ihr dieses Thema hier öffnen
dann öffnet sich hier einfach dieser Datensatz. Und du siehst jetzt hier so Pfeile. Und Pfeile bedeuten, da ist eine Verknüpfung zu einer anderen Notion-Datenbank, nämlich zum Lernplan und zur Fehlerliste und zu den Übungsklausuren. Und du kannst jetzt sagen, Steuerstraftaten ist ein Thema, was ich wiederholen möchte, und kannst jetzt hier hingehen und eine Aufgabe erstellen. Sagst einfach Steuerhinterziehung üben, also das Thema üben, nicht Steuerhinterziehung in der Praxis üben, sondern würdest du einfach sagen, neue Seite Steuerhinterziehung üben in Aufgabenlernplan erstellen. Und in dem Moment, in dem du das gemacht hast, hat er jetzt hier eine Aufgabe angelegt. Und du kannst da jetzt auch einfach hinspringen. Und jetzt bist du im Lernplan. Du bist jetzt in dieser Aufgabe aus dem Lernplan. Könntest jetzt auf das Template klicken, kannst ein bisschen was dazu schreiben, kannst von hier aus aber auch wieder mit einem Klick auf das Thema, wieder auf das Thema laut Themenliste zurückspringen. Und das Coole ist, dass du jetzt in dieser Themenübersicht hier oben verschiedene Ansichten hast. Also du kannst zum Beispiel sagen, okay, zeig mir nur die Fächer für die gemischte Klausur an. Du siehst, wenn ich das mache, wenn ich hier auf Übersicht gehe, ist hier der Filter deaktiviert. Wenn du auf gemischte Klausur gehst, ist der Filter an. Und du kannst auch da drauf drücken. Der Filter sagt nämlich jetzt, zeig mir nur die an, die in den drei Fächern unterwegs sind. Und so kannst du dir auch eigene Ansichten erstellen. Und jetzt haben wir eine Ansicht, zum Beispiel wichtige Themen. Das sind Themen, die mindestens 5-mal in den letzten 10 Jahren drangekommen sind. Das heißt, das sind die Themen, die super wichtig sind, nach Fächern sortiert. Und du siehst, das sind gar nicht mehr so viele. Das sind jetzt noch 33 Themen. Das sind die, die mehr als 5-mal in 10 Jahren drangekommen sind. Das heißt, die sind wichtiger als andere Themen. Du könntest jetzt auch hier auf die Häufigkeit einfach draufklicken und sagen, zeig mir die doch bitte mal aufsteigend oder absteigend. Was ist denn das wichtigste Thema? Verdeckte Gewinnausschüttung. Kam fast jedes Jahr drin vor. Scheint also ein sehr wichtiges Thema zu sein. Und es gibt auch den Reiter noch nie behandelte Themen. Und da sitzt ein Filter drauf. Ist dieses Thema schon mal in einer Übungsklausur angekommen? Und diese Angabe kommt aus dem Klausurentracker, den zeige ich euch gleich. Das heißt, da würden, wenn ihr eine gewisse Klausurerfahrung gemacht habt, ihr seid mitten in der Vorbereitung, ihr steht 4 Wochen vorm Examen, ihr habt bisher in einer Übungsklausur das Thema noch nie gehabt, dann würdet ihr hier jetzt die Themen sehen, die ihr euch nochmal anschauen müsstet, weil ihr sie bisher einfach noch nicht hattet. Das sind natürlich jetzt hier fast alle Themen, weil ich in dieser Demo-Instanz nicht viele Klausuren angelegt habe. Aber das wird dann mit Zeit zu Zeit immer weniger. Das heißt, ihr habt eine Kontrolle, zu welchen Themen hatte ich denn schon mal Übungen oder Klausuren gemacht, zu welchen bisher noch nicht. Aber das ist so ein bisschen die Idee. Ihr könnt euch anhand der Themenliste der Vorjahre einen Lernplan erstellen. Ihr schnappt euch das Thema und legt aus diesem Thema eine Aufgabe im Lernplan an und habt dann die Aufgabe aus dem Lernplan direkt verknüpft mit der Themenliste der Vorjahre. Dann gibt es noch den Klausurentracker und das ist wahrscheinlich die wichtigste Funktion. Dort könnt ihr eure Klausuren tracken. Ihr geht hier einfach auf Neu und dann gibt es hier ein Template für Klausuren. Ich klicke da jetzt einfach mal drauf. Und ihr seht, da hat sich jetzt ganz viel hier eingefügt. Sagen wir mal, die Klausur heißt John Wick, weil so heißt tatsächlich eine Klausur, die ich mir mal ausgedacht habe. Und ihr hättet diese Klausur heute geschrieben. Das wäre eine Klausur aus dem Bereich Ertragssteuer. Es gab bei der Klausur 100 Punkte und ihr habt 65 Punkte erreicht. Dann zeigt euch diese Tabelle an. Hey, wunderbar, ihr habt 65% dieser Klausur bestanden. Also auch das könnt ihr hier sehen. Auch da könntet ihr später zum Beispiel einen eigenen Filter setzen. Ich mache das jetzt mal. Geht einfach hier drauf. Neue Ansicht. Und ich nenne die jetzt mal durchgefallen. Und jetzt könntet ihr einen Filter setzen und sagen, zeig mir bitte nur Klausuren an, bei denen das Klausurergebnis kleiner 50 ist. Kleiner 50%. Na, warum macht er das jetzt nicht? Wurfeffekt. So, kleiner 0,5 muss man eingeben. Das wäre die Klausur Marcel Columbus.
Und dann könntet ihr zum Beispiel, bevor ihr ins Examen geht, euch nochmal die Klausuren angucken. Die habt ihr ja auf dem Computer. Ihr könnt ihr auch nochmal schreiben, wenn ein halbes Jahr vergangen ist, wisst ihr sowieso nicht mehr, was in der Klausur vorkam. Und ihr könntet dann einfach nochmal die Klausuren wiederholen oder euch anschauen, bei denen ihr in der Vergangenheit durchgefallen seid. Also solche Ansichten kann man sich selber erstellen und natürlich auch selber wieder löschen. Aber das ist die Power, die in diesen Daten steckt. Und wenn ich jetzt in diese Klausur John Wick reingehe, dann ist die Idee, du findest jetzt auch hier wieder eine Verlinkung zur Themenübersicht. Und aus dieser Verlinkung, du siehst jetzt hier alle Themen aus der Themenübersicht, kannst du raussuchen, welche Themen in der Klausur relevant waren. Sagen wir mal, Rückstellungen war dort drin. Bewertung einer Immobilie war mit drin. Verdeckte oder VGA haben wir es genannt. VGA war mit drin. So, jetzt siehst du die Themen, die dort mit drin waren. Und du siehst dann in der Themenübersicht, ich gehe noch mal kurz zurück, wenn ich jetzt das Thema Rückstellungen suche, siehst du jetzt hier hinten, das Thema haben wir in der Klausur John Wick schon mal geübt. Und das ist so ein bisschen die Idee. Und deswegen würde dieses Thema Rückstellungen jetzt zum Beispiel auch im Filter noch nie behandelte Themen gar nicht mehr auftauchen, weil wir haben das Thema ja schon mal mit einer Klausur geübt. Ist also alles miteinander verknüpft. Das heißt, du kannst abgleichen, welche Themen hatte ich im Lernplan schon mal gehabt, welche Themen hatte ich in der Klausur schon mal gehabt, welche Themen hatte ich vielleicht noch nie in der Klausur. Diese Sachen hier, Vorüberlegungen, Auswertung der Klausur, Schwerpunkt allgemeine Einschätzung, das ist alles genau das, was Jan euch eben schon mal gezeigt hat aus dem Excel-Planer. Haben wir einfach in Notion 1:1 übernommen. Auch Optik und Formalien, alles gut. Was hier jetzt noch neu ist, es gibt eine Fehlerliste. Du kannst jetzt hier auf Neu gehen. Dann gibt es ein Template für Fehler. Und dann kann ich sagen, ich habe die Betriebsaufspaltung übersehen. Fachbereich Ertragssteuern. Themengebiet wäre die Betriebsaufspaltung. So, das heißt, den Fehler habe ich gemacht. Jetzt kann ich reinschreiben, was war denn der Fehler? Ich kann reinschreiben, wie sah denn der Sachverhalt aus? Weil wenn du dich damit mal beschäftigst, stellst du fest, viele Fehler hättest du oder viele Themen, Betriebsaufspaltung, hättest du am Sachverhalt erkennen können. Wenn du dir mal die Frage stellst, wie hätte man das denn hier sehen können? Das heißt, du machst den Fehler nicht nochmal, du übersiehst es kein zweites Mal. Wenn du dich einmal hinterfragst, warum habe ich denn den Fehler übersehen? Lösung, was wäre die richtige Lösung gewesen? Merksatz Eselsbrücke, wie kann ich es mir merken, damit ich kein zweites Mal diesen Fehler mache? Und jetzt siehst du, wenn ich auf John Wick zurückgehe, auf die Klausur, alle Fehler, die du in dieser einen Klausur hier gemacht hast. Es werden wahrscheinlich relativ viele sein. Aber wenn du dir diese Fehlerliste anlegst, dann lernst du aus den Fehlern, die du in der Klausur gemacht hast. Genauso kannst du auch nochmal Aufgaben für die Nacharbeit anlegen. Und das, was du hier reinschreibst, sind auch wieder Aufgaben, die einfach später im Lernplan stehen. Also das ist auch nur eine Verknüpfung zum Lernplan, den ich euch eben schon mal gezeigt habe. Und es gibt jetzt diese Fehlerliste hier auch nochmal. Das ist der letzte Punkt. Und da siehst du alle Fehler, die du jemals gemacht hast. Also du siehst hier den Fehler, den wir gerade reingeschrieben haben, Betriebsaufspaltung übersehen. Du siehst, das war in der Klausur John Wick ein Fehler. Du kannst hier draufdrücken und kannst dir alle Fehler nochmal anschauen. Und du könntest jetzt auch hier sagen, zeig mir nur die Fehler von Tag 2 Ertragssteuern an. Wenn du zum Beispiel am Abend vor der Ertragssteuerklausur dir einfach nochmal angucken möchtest, was waren denn die Fehler, die ich am häufigsten gemacht habe. Und du siehst auch in der Themenliste der Vorjahre, siehst du hier hinten auch die Fehlerliste. Also wenn ich jetzt Betriebsaufspaltung suche, wirst du sehen, Thema Betriebsaufspaltung. Wir haben die Betriebsaufspaltung übersehen. Da tauchen alle Fehler auf, die wir im Kontext der Betriebsaufspaltung gemacht haben. Das heißt, wenn wir gezielt so ein Thema nochmal wiederholen möchten, sehen wir auch alle Fehler, die wir bisher gemacht haben. Das heißt, der große Unterschied zwischen Notion und Excel ist, du hast in Excel diese ganzen Diagramme, die Auswertungen. Da verfügt Notion leider Gottes nicht über die mathematischen Fähigkeiten, solche Auswertungen zu ziehen. Also der ist, was so Formelverknüpfungen und sowas betrifft, einfach längst nicht so stark wie Excel. Was hier aber anders ist, ist, die Datenbankstruktur ermöglicht dir, verschiedene Sachen miteinander zu kombinieren. Und ich persönlich, dieser Examensplaner ist im Prinzip eine Fortsetzung meiner eigenen Prüfungsvorbereitung, weil ich hatte mir damals so ein ähnliches Teil angelegt. Der war primitiver als
als diese finale Fassung. Aber ich habe mir damals halt das angelegt, habe die Klausuren mit dem Lernplan verknüpft, habe die Fehlerliste sorgfältig geführt und konnte dann dadurch eben mir einen Lernplan erstellen aus der Themenliste und konnte auf einen Blick sehen, was für mich relevant ist. Es gibt dann hier noch 3 Seiten. Da seht ihr, die sind mit Examio-Hüten versehen. Können wir gerne gleich zum Abschluss auch nochmal ein bisschen genauer ins Detail gehen. Aber das sind die verschiedenen Lernkonzepte. Also wenn du sagst, du gehst 2024 ins Examen, dann kannst du hier draufklicken und dann findest du auch hier ein YouTube-Video, was für Kurse und Webinare gibt es bei Examio, die dich dabei unterstützen, jetzt ins Examen reinzugehen. Das heißt, hier siehst du einfach nochmal so ein bisschen verlinkt, wie ist eigentlich die Kursstruktur von Examio, welche Produkte helfen dir, welche machen in deiner Situation Sinn. Das Gleiche siehst du auch für 2025, ist auch nochmal ein Video, ist ein etwas anderes Konzept, aber das ist so ein bisschen die Idee. Das heißt, wenn du mal überlegen willst, wo ziehe ich mir eigentlich die Infos her, weil welches Konzept, welche Kurse, Module machen für mich Sinn, findest du das dort. Und was du auch machen kannst, wir bieten seit Dezember die Möglichkeit an, Beratungsgespräche zu vereinbaren. Und das Besondere ist, das sind wirklich echte Beratungsgespräche. Also jeder aus unserem Team, der die Beratungsgespräche macht, hat selber auch das Steuerberaterexamen gemacht. Das heißt, das ist keine Theorie, das ist jetzt auch nicht irgendeine Produktempfehlung oder eine digitale Kaffeefahrt, sondern wir steigen wirklich ein, was bist du für ein Lerntyp? Was ist deine aktuelle Situation? Welches Konzept macht Sinn? Welches Konzept macht keinen Sinn? Und diese Beratungsgespräche, wir haben seit Dezember mittlerweile über 100 Stück durchgeführt, also wird total gut angenommen. Und wir haben mit sehr, sehr vielen Teilnehmern der Steuerberaterprüfung eben dort auch sprechen können. Und du kannst jetzt über den Button direkt in deinem Planer so eine Beratung anfordern. Also du brauchst nicht erst auf eine Webseite zu gehen. Du siehst hier Laura, Michelle und mich als die Berater, hast also direkt ein Bild, wer mit dir später sprechen wird und du kannst hier einfach sagen, okay, komm, nächste Woche habe ich Zeit, am 5. um 15 Uhr, trägst deine Daten ein und dann machen wir mit dir gemeinsam ein Beratungsgespräch und du kannst einfach alle deine Fragen loswerden. Das ist hilfreich, wenn man mal irgendwie auf dem Schlauch steht, man weiß nicht so richtig, was soll ich jetzt machen, ich komme irgendwie nicht weiter, einfach Beratungsgespräch buchen und dann sprechen wir face-to-face darüber, was man an deiner Stelle tun kann. Das heißt, der Planer ist ein bisschen anders als der Excel, aber einfach mal ausprobieren ist jetzt die erste Variante, die wir in Notion machen. Würde uns auch euer Feedback interessieren, deswegen testet es gerne mal durch. Ihr könnt das, wie gesagt, auf dem Handy auch machen. Ihr habt die Sachen, die ihr hier eingibt, immer mit dabei. Und ja, wenn da irgendwelche Fragen sind, irgendwelches Feedback, dann machen wir den Planer mit der Zeit natürlich auch noch ein bisschen besser. Ich schaue mal kurz in die Fragen rein. Kann man den Stundenplan bzw. To-Dos mit weiteren Personen teilen? Das kann man machen. Ich würde die To-Dos allerdings nicht unbedingt teilen, weil die To-Dos doch individuell sind oder auch sein sollten. Also du kannst das durchaus teilen. Du könntest hier oben einfach auf Teilen klicken. Du könntest auch auf jeder Unterseite, wenn du nicht den ganzen Planer teilen willst, sondern nur eine bestimmte Unterseite, zum Beispiel möchte ich jetzt dem Jan-Hendrik Hillers mein Lexikon im Fach Abgabenordnung zukommen lassen, weil ich habe mir da ein paar gute Sachen rausgeschrieben. Dann gehe ich auf die Seite, klicke auf Teilen, du kannst eine E-Mail-Adresse einlegen und die Person bekommt eine Benachrichtigung und kann sich das ansehen. Also du kannst das sehr flexibel teilen, aber ich würde persönlich den Lernplan an eurem Lernstand ausrichten. Ansonsten ist es nicht unbedingt zielführend. Nicole hat noch gefragt, kann ich mir in der Themenliste in Notion auch kennzeichnen, wenn ich das abgearbeitet habe? Ja, du könntest halt hingehen und könntest beispielsweise eine neue Ansicht anlegen. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich nenne die mal abgearbeitet. So. Und jetzt legst du da einen Filter drauf und sagst, dieses Thema ist in den Aufgaben des Lernplans leer oder nicht leer? Das ist jetzt ein bisschen die Frage, möchte ich mir die Themen anzeigen lassen, die ich noch nicht abgearbeitet habe? Oder möchte ich mir die Themen anzeigen lassen, die ich schon abgearbeitet habe? Wenn ich sage, ich will die Themen sehen, die ich noch nicht abgearbeitet habe, die ich also noch machen muss, wie so eine Art To-Do-Liste, dann würde ich sagen, ist leer. Weil dann werden mir alle Themen angezeigt, zu denen im Lernplan noch nichts angelegt ist. Und ich könnte das jetzt hier zum Beispiel nach Klausur oder auch nach Häufigkeit oder wie auch immer sortieren lassen. Also es geht, man kann eigene Ansichten anlegen und sich solche Funktionen dann selber
dort entwickeln. Muss man ein bisschen reinkommen, ein bisschen ausprobieren, aber das meine ich, Notion kann man sehr stark an sich selbst auch anpassen. Janine fragt, kann man versehentlich gelöschte Daten wiederherstellen? Ja, das geht. Es gibt hier unter den drei Punkten, gibt es Seitenverlauf aufrufen oder auch gelöschte Seiten anzeigen. Und damit kannst du entweder zeitlich zurückspringen zu einem Zeitpunkt, als es die Daten noch gab, oder wenn du eine ganze Seite gelöscht hast, kannst du die eben für einen bestimmten Zeitraum dann wieder zurückholen. Geht nicht ewig, aber es geht auf jeden Fall einige Zeit in die Vergangenheit. Adriana fragt, gibt es auch ein Video zum Lernkonzept für die Steuerfachwirtprüfung? Noch nicht. Wir planen aber den Examensplaner auch für Steuerfachwirte und auch für Bilanzbuchhalter später zu adaptieren. Also da würde ich noch ein bisschen Geduld haben. Es gibt aber bei dem Steuerfachwirt von Examio auch den Wiederholerlehrgang und der startet im Sommer. Ich denke mal, bis dahin werden wir wahrscheinlich diesen Planer dann für die Steuerfachwirte adaptiert haben. Also wenn das ein Thema ist, gerne im Nachgang uns mal eine Mail schreiben an support@steuerkurse.de. Dann können wir uns das nochmal anschauen. Lisa fragt, wird das auf Notion, auf iPad und Handy synchronisiert? Jawohl, wird überall synchronisiert in Echtzeit. Das ist eben das Schöne daran. Martin fragt, trage ich die Themen aus dem Abendlehrgang auch in den Examensplaner ein? Ja, kommt ein bisschen drauf an. Also klar, wenn man im Abendlehrgang ein Thema gemacht hat, würde ich mir persönlich das als im Lernplan als Aufgabe hinterlegen, weil die Themen müssen ja auch noch nachbereitet werden nach dem Abendlehrgang. Und dann hast du eben auch wieder die Möglichkeit, die ich eben bei Nadines Frage gezeigt habe, du kannst dann bei der Themenliste der Vorjahre dir zum Beispiel rausfiltern lassen, welche Themen hatte ich denn noch nicht behandelt oder welche Themen habe ich behandelt. Also ich würde es als eine To-Do im Lernplan hinterlegen, wenn wir ein Thema im Abendlehrgang besprochen haben, damit das in der Themenübersicht der Vorjahre richtig angezeigt wird. Tina fragt, bekommen die Teilnehmer des Meetings den Planers zugesandt? Ja, ich würde euch gleich noch zeigen, wie ihr euch den Notion-Planer holt, weil das ist ein bisschen anders als die Excel-Variante. Excel kennt jeder, aber Notion zeige ich euch gleich, wie ihr den euch ziehen könnt. Nico fragt zur Sicherheit in Notion.lernkonzept auf das YouTube wird beantwortet, für wen euer Online-Kurspaket Webinar geeignet ist und welche Vorteile ihr im Vergleich seht. Also wenn du auf dieses Lernkonzept gehst, auf dieses YouTube-Video, was hier eingebettet ist, dann lernst du halt, wie die didaktische Struktur bei Examio ist. Also du würdest jetzt hier zum Beispiel hören, es gibt den Abendlehrgang, der dient der Stoffvermittlung, es gibt Klausurtechnik-Trainings, es gibt einen Kurzklausurenkurs, es gibt Intensivkurse und den Intensivklausurenkurs und du würdest halt in dem Video verstehen, wie diese verschiedenen Kurse ineinander greifen, warum es die Kurse gibt und zu welchem Zeitpunkt in einer Vorbereitung welcher Kurs interessant und relevant ist. Ja, das heißt, das ist durchaus eine Fülle an Informationen, ist uns bewusst, weil das ist einfach, Steuerberaterprüfungsvorbereitung ist halt eben ein riesiges Thema. Aber wir haben es versucht, in diesen Videos mal kurz auf den Punkt zu bringen, welche Module sind eigentlich wofür da, warum hat man sich die ausgedacht und wann ist für dich der richtige Zeitpunkt, ein Modul zu buchen. Das lernst du in diesen Videos, sowohl für 24 als auch 25. Ist es sinnvoll, in dem Bereich Klausuren auch zum Beispiel die Auswertung für reine Übungsaufgaben einzutragen? Kann man durchaus machen, kann man durchaus machen. Also wir haben das Ding Klausuren-Tracker genannt. Du könntest aber jetzt hier einfach reinklicken, umbenennen, könntest das Teil Übungstracker nennen, Übungstracker. Und dann machst du halt aus einer Klausur eine Übung. Kannst du auch machen. Ja, also kann man sich auch an der Stelle anpassen. Geht. Lieber Ken, könntest du vielleicht später noch etwas zum Abendlehrgang erzählen? Ja, würde ich auf jeden Fall zum Abschluss gerne noch machen. Ist für alle interessant, die 2025 ins Examen gehen. Aber vorher möchte ich euch noch kurz das zeigen, wie ihr mit Notion euch den Planer holt und auch noch alle Fragen beantworten. Das würden wir also gleich auf jeden Fall noch machen. Wie sieht für euch die perfekte Vorbereitung in Verbindung mit euren Kursen aus? Im Detail würde ich dafür wirklich auf diese Videos verweisen. Also schaut euch das wirklich mal an, weil da habe ich es erklärt. Ein 10-Minuten-Video für 2024, 15-Minuten-Video für 2025. Da habt ihr eigentlich genau diese Frage beantwortet. Und wenn ihr dann immer noch Fragen habt, dann bucht einfach hier so ein Beratungsgespräch. Ist, wie gesagt, vollkommen kostenlos.
Und dann können wir uns das Ganze nochmal für euch individuell anschauen. Aber schaut mal in die YouTube-Videos rein. Die sind für den Zweck wirklich gut. Konkret für die Vorbereitung 2025 würde ich gleich aber noch einen Ausflug machen in den Abendlehrgang, weil das ist das wichtigste Modul, was ihr an der Stelle braucht, wenn ihr 25 in die Prüfung gehen wollt. Nico fragt, in Videos geht ihr auch auf den Online-Kurspaket ein? So nicht direkt. Nicht direkt, es geht da hauptsächlich um die Webinare. Das Online-Kurspaket, da bekommt ihr Online-Kurse, Skripte, Lernvideos. Das kann man im Prinzip permanent nebenher laufen lassen. Also es ist für euch wie so ein Nachschlagewerk, mit dem ihr euch ganz gezielt verschiedene Themen aneignen könnt. Das ist also begleitend zu jedem Anbieter, zu jedem Unterricht gedacht. Das heißt, das Online-Kurspaket könnt ihr eigentlich die ganze Zeit buchen. Das ist nie verkehrt. In den Videos geht es konkret um die einzelnen Webinare und wie die funktionieren. Bekommen wir die Planer im Nachgang auch per Mail geschickt? Jawohl, ihr bekommt zwei Links. Und ich würde euch jetzt noch kurz zum Abschluss von meinem Part zeigen, wie ihr euch diesen Notion-Planer holt. Dafür muss ich mal kurz meinen Browser öffnen und den Screenshare ändern. So, ihr seht jetzt meinen Browser. Ihr geht auf die Seite notion.so. Das ist also die Seite von Notion. Und ihr könnt jetzt hier oben einfach auf den Button Get Notion Free oder hier Get Notion Free klicken. Und könnt euch dort einen Account anlegen. E-Mail-Adresse und Passwort. Ich würde mich jetzt einfach schon mal hier einloggen, weil ich habe das ja schon gemacht. Also ihr würdet euch so einen kostenlosen Account hier anlegen. Ich logge mich direkt mal mit meinem Account ein. Das müsst ihr auch machen. Also Account anlegen und dann im Browser, auch wenn ihr euch schon die App runtergeladen habt, im Browser bitte hingehen und euch einloggen. Bei euch ist das jetzt leer. Ihr habt dann irgendein leeres Notion-Fenster. Und ihr bekommt gleich einen Link per E-Mail geschickt im Nachgang zu der Veranstaltung. Ich habe den jetzt hier schon mal kopiert. Und ihr fügt den einfach in euren Browser rein. Ich mache das jetzt hier mal. Sieht ganz komisch aus. verbana-impuls-b81.notion.site. Also wirkt so ein bisschen merkwürdig, der Link, aber das ist genau der Link, den ihr braucht. Findet ihr gleich in der E-Mail-Adresse, die ihr im Nachgang bekommt. Und wenn ihr jetzt eingeloggt seid, ihr seht jetzt unseren Planer, der ist leer, der hat jetzt keine Daten drin, dann klickt ihr hier oben auf dieses Feld, duplizieren. Und wenn ihr das macht, fragt er euch, wo möchtet ihr den hinzufügen? Und ihr hättet jetzt hier euer Notion Space stehen und würdet sagen Add to Private hinzufügen. Und in dem Moment, in dem ich das mache, zieht er dieses Template in euer Notion Space rein und dann seid ihr auch entkoppelt von der Öffentlichkeit. Also alles, was ihr da reinschreibt, können wir nicht mehr sehen oder so. Das ist jetzt euer privater Notion Space und ihr seht, der wurde jetzt hier bei mir entsprechend auch hinzugefügt. Ich lösche ihn jetzt wieder, ich brauche den ja nicht, aber so funktioniert es. Also einloggen, auf Duplizieren klicken und schon habt ihr den in eurem Notion mit drin. Und dann könnt ihr rumspielen, könnt das mal ausprobieren und ihr könnt euch den, wie ich auch eben schon gesagt habe, sehr, sehr stark individualisieren, personalisieren. Da kommt man mit der Zeit rein. Muss man einfach ein bisschen ausprobieren und dann denke ich, wird das auch für euch gut ab. Gut, das war jetzt ein langer Monolog. Ich würde jetzt mal in die Runde fragen, was sind bisher noch Fragen? Und wenn wir die geklärt haben, würde ich die Aufnahme stoppen. Und dann können wir noch kurz darüber sprechen, wie sieht die Vorbereitung für 2024 oder 2025 aus? Aber das wäre sozusagen die Aftershow, weil das ist nicht Teil des offiziellen Programms. Das machen wir für euch jetzt noch mit. Aber erstmal bitte die Fragen zum Examensplaner. Kann man Notion auch offline bearbeiten? Ich meine nicht. Also dadurch, dass es in der Cloud läuft, muss man online sein. Das ist der Nachteil. Aber dafür ist es dann in Echtzeit synchronisiert. Okay. Gut, wenn noch Fragen sind, könnt ihr ja gerne im Nachgang auch eine E-Mail an support@examio.de schicken oder auch ein Beratungsgespräch buchen. Dann bekommen wir die Fragen sicherlich geklärt.
Julius, magst du den offiziellen Abschluss machen an der Stelle, bevor wir dann in die Aftershow-Party gehen und noch ein bisschen was über das Examen 2024 und 2025 sprechen? Sehr, sehr gerne. Also ich muss mich erstmal bei euch beiden bedanken, dass ihr das so toll und transparent vorbereitet habt und vorgetragen habt. Ich glaube, das ist echt super, super wertvoll. Das Thema Examensplaner beschäftigt uns auch bei der Entwicklung der Plattform schon seit einigen Jahren tatsächlich. Wir haben da alle möglichen Designs schon verprobt und überlegen, was wir auch programmiertechnisch umsetzen. Aber klar, Excel ist ein etabliertes Tool. Viele von euch kennen das. Notion ist was Neues, was unfassbares Potenzial bietet, was ein bisschen kompliziert ist, um sich reinzufuchsen. Von daher kann das jeder nach seinem eigenen Gusto machen und wir werden aber auch innerhalb der Plattform zusehen, dass wir irgendwie technische Lösungen schaffen, um euch sozusagen auch den Überblick zu behalten. Das ist vielleicht schon mal ein bisschen so vorweggegriffen. Ich habe über Insta auch mal so einen kleinen Prototyp letztens gepostet, der kam ganz gut an. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich muss man sagen, das Thema Examensplaner ist vor dem Hintergrund zentral oder Tracker, dass ihr euch auf jeden Fall mit den Themen auseinandersetzt, ja, dass ihr versucht, eine Struktur zu bekommen, einen Überblick zu behalten. Aus den Beratungsgesprächen, ich hatte auch die Ehre, ein paar zu führen, kam, glaube ich, schon raus, dass dieses den Wald vor lauter Bäumen noch zu sehen, ein ganz riesiges Thema ist. Man bohrt sich da fachlich rein und im Zweifel auch Richtung Examenstermin. Und ich glaube, beide Varianten, beide Lösungen helfen da, immer so globale Sicht auf alles zu behalten und sich vor allem auch nicht verrückt zu machen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Deswegen ist auch im Zuge des letzten Planertermins dann der Podcast entstanden, der diese ganzen Fragen rund um, wie behalte ich eigentlich eine Struktur, wie bleibe ich eigentlich ruhig und zuversichtlich, eigentlich auch, glaube ich, in den ersten Terminen aufgegriffen hat. Ne? Also beides hängt miteinander zusammen. Das stimmt, ja. Das hatten wir nach dem Examensplanertermin umgesetzt, weil viele Teilnehmer eben geschrieben haben, dass man sowas irgendwie öfters bräuchte und dass es in den Stoffvermittlungslehrgängen zu kurz kommt. Es ist auch schwierig, es dort unterzukriegen, aber deswegen ist eben der Podcast auch da. Ich würde noch ganz gerne eine Sache sagen. Es ist der 25. Februar. Das Jahr ist schon wieder ein paar Tage alt. Jetzt haben wir dieses Jahr das Examen. Ich persönlich bin der Meinung, es ist nie zu spät, mit so einem Planer sich nochmal einen Überblick zu verschaffen und den so für sich einzusetzen, wie man es selber für richtig hält. Also nehmt euch ein bisschen Zeit und setzt euch mal mit beiden Lösungen auseinander. Aber es ist, glaube ich, in jedem Fall gut, dass ihr euch thematisch einen Überblick verschafft und versucht, systematisch an die ganze Sache ranzugehen. Es ist sehr viel Stoff. Es sind am Ende irgendwie 300 Punkte verteilt auf 18 Stunden Klausur. Und das ist eben eine enorme Stoffmenge und ich glaube, beide Varianten helfen da, den Überblick zu halten und systematisch an die Sache ranzugehen. Das ist sicherlich das A und O. Genau. Ich würde jetzt gleich auf den Knopf drücken, dann gehen die beiden Downloads an euch per E-Mail. Es sind 1000 E-Mail-Adressen, die da zusammengekommen sind. Von daher hoffe ich, dass alles ankommt. Schaut ansonsten im Spam. Aber ich denke, mit dem Tool, was wir einsetzen für den Versand, sollte es klappen. Gut.